Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und ich sag mal ein Hallo, einen wunderschönen guten Abend hier heute am 10. Juli 2019. Wir haben es genau pünktlich heute 20 Uhr und wir sind wieder live unterwegs für euch, mit uns und wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr heute die Plattform Okitok wieder besucht und heute live dabei seid. Herzlich willkommen. Ein spannendes Thema heute. Da ist die Ariata da und Ariata lebt in der Schweiz im Moment. Letztes Mal war sie in Griechenland noch unterwegs. Ihr Thema heute ist Lemurien und Atlantis und wir dürft da heute interaktiv dabei sein. Das bedeutet, ihr dürft einsteigen in den Außenchat zum Beispiel, wenn ihr ein Konto habt. Wenn ihr es nicht habt, oben rechts registrieren, Wunschname, E-Mail-Adresse, das reicht uns schon. Oder wenn euch das zu viel ist, dann geht ihr einfach an euer Telefon und drückt die Tasten für Österreich, für das Festnetztelefon für Österreich, die 0043. 720-518-19 und die 7. Ja, und Ariata, ich lese mal kurz vor. Lemurien und Atlantis. Ariana ist ein Medium für Erinnerungen. Aktivierung betreff lemurischer und atlantischer Energien. Seit dem Jahr 2016 bietet sie Seelenreisen an und ermöglicht es Interessierten Einblicke in ihren damaligen Leben zu erhalten. Dabei werden Blockaden, die aufgrund der Begebenheiten in Lemurien und Atlantis entstanden sind, harmonisiert und Erinnerungen an die damaligen Tätigkeiten und Gaben werden wach. Die Lemurio-Atlantische Bewusstsein kehrt allmählich zurück. Viele Seelen haben sich entschieden, ihren Anteil an der Aufarbeitung der Lemuro atlantisches Karma zu leisten, so dass sie in diesem Leben neue Weichen stellen können. Und wer Ariata auch näher kennenlernen möchte, geht dann auf ihre Homepage und das ist https://, so heißt es hier, lemurien-atlantis.com. Habt ihr auch Fragen dazu? Ich glaube, da ist sie sehr, sehr begeistert, euch heute auch hören zu dürfen. Ja, ich sehe schon, im Wartraum sind auch schon Gäste. Die Runde ist heute groß. Wir werden die Sendung heute so gestalten, dass wir euch wieder Redezeit geben, natürlich. Und dass die Ariata ihren Faden natürlich nicht verliert. Hier im Raum momentan ist der Franz Leopold Zolkin, der Armin ist bei uns, der Germane, der Jenne und der Marc. Und ich sag mal erstmal einen guten Abend zu euch und jetzt sage ich erstmal Ariata. Hallo, guten Abend zu dir. Guten Abend an dich, Klaus, und an alle anderen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, um über dieses Thema reden zu dürfen. Herzlichen Dank. Ja, dann sage ich nochmal Hallihallo am Mikrofon. Ist auch der Franz Leopold. Guten Abend zu dir. Schönen guten Abend und auch die Zuhörer. Ich freue mich schon auf eine interessante Sendung. Danke dir. Und der Armin, der Germane, guten Abend. Grüß euch miteinander. Also freut mich sehr, dieses Thema. Ich habe mich schon in jungen Jahren mit Atlantis und Lemurien beschäftigt und bin gespannt, was ich da heute Neues höre. Schön, dass du da bist, Armin. Und der Jenne, guten Abend. Ist er nicht, der Jenne? Na gut, dann gehen wir weiter zum Marc. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Ariata, ich bin sehr gespannt auf Lemurien und Atlantis. Ja, wunderbar. Dann haben wir erstmal die Runde soweit hier abgeschlossen. Ja, die einen kennen die Ariata. Ariata, vielleicht magst du mal ein bisschen erstmal zu dir erzählen. Wie ist dein Werdegang? Wie kommst du zu diesem Thema? Letztes Mal warst du ja in Griechenland, hast uns schon ein bisschen erzählt. Heute hast du deine 2 Stunden Zeit, um dein Thema hier richtig zu präsentieren. Und da freue ich mich drauf. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir erzählen. Ja, danke. Also ich bin von der Berufsausbildung her Pianistin, Klavierlehrerin und integrative Kinesiologin. Und ich habe, um jetzt aber an das spirituelle Wissen von Lemuren und Atlantis zu kommen, quasi keine Kurse besucht, sondern das kam nach und nach in dem Maße, wie ich sensibler wurde und wie ich meine eigenen Schmerzthemen in mir geheilt hatte. Und plötzlich war es einfach so weit, dass ich mich erinnern konnte an Begebenheiten
in Lemuren und Atlantis. Das war insgesamt ein sehr langer Weg natürlich. Ein sehr intensiver Weg, aber auch ein Weg, der sehr viele kostbare Schätze gezeigt hat, weil man entdeckt natürlich so viel von sich selbst und von der Welt und von Zusammenhängen in der Welt bis hin zu Fragen, wie ist die Erde entstanden, wer hat Lemuren und Atlantis konzipiert, aus welcher Motivation heraus, was betrifft uns heute noch? Warum sind Lemuren und Atlantis heute noch wichtig für uns? Was habe ich persönlich damit zu tun? Was haben andere persönlich damit zu tun? Und das sind einfach alles total spannende Fragen und ich liebe es nach wie vor, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, wunderbar. Da bin ich schon bei meiner ersten Frage, Ariata. Denn auf dem Sendeplan haben wir es ja eh stehen und die Frage für mich ist, was sind überhaupt Lemurien und Atlantis und gibt es da Unterschiede von den beiden voneinander? Ja, die gibt es. Also man kann sich das so vorstellen, dass Lemuren und Atlantis vor sehr, sehr, sehr langer Zeit konzipiert wurden, als die Erde noch gar nicht richtig manifest war. Also diese 12.000 Jahre, die Atlantis alt sein soll, was man ja oft liest oder so auf Homepages oder was man hört, das stimmt mit meinen Eindrücken nicht überein, sondern Lemuren und Atlantis sind wesentlich älter. Wobei ich auch schon mal gehört habe, dass es verschiedene Atlantis gegeben haben soll zu verschiedenen Zeiten. Aber ich berufe mich quasi auf das erste Lemuren und auf das erste Atlantis. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Erde als die beiden Zivilisationen aufkamen, dass die noch gar nicht richtig manifest war. Also die war noch mehr so wie ein Äther-Energieball und im Universum gab es damals die Menschen noch gar nicht, aber es gab dafür andere Wesen. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir Menschen, wir haben ja einen 3D-Körper, wir sind sehr materialisiert, aber ohne diesen Körper existieren wir auch noch. Unsere Energie verschwindet da nicht einfach. Und so wie wir ohne Energie existieren können, was ja gewisse Leute erleben, wenn sie zum Beispiel, so wie wir ohne Körper existieren können, was ja gewisse Leute erleben, wenn sie zum Beispiel Astralreisen machen oder wenn sie außerkörperliche Erfahrungen haben, bei Nahtoderfahrungen, so haben auch vor uns eben schon Wesen gelebt ohne Körper. Also das ist das, was man vielleicht auch als Außerirdische bezeichnen kann, weil die waren ja nicht auf der Erde. Ne? Und diese Wesen, die hatten eben dieses Projekt vor Atlantis und Lemuren zu gründen, mit dem Ziel, eine Einheitssphäre zu erschaffen, also einen Ort, wo Einheit möglich ist, weil das Universum ganz viele verschiedene Energien in sich trug. Und die Energien, die waren zum Teil auch gegeneinander, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Krieg. Und die Erde war als Projekt gedacht, um Frieden zu stiften. Und dafür wurden dann eben diese beiden Zivilisationen gegründet, wobei die Lemurische, die schwankt total in einem Erleben von Einheit. Also das kann man sich vorstellen, sehr hell, sehr innerlich warm, sehr liebevoll, sehr hellfühlig, sehr hellsinnig. Also das war quasi wie ein Paradies. Und in Lemuren selbst gab es keine verschiedenen Pole, weil alles war auf dieses Einheitsempfinden ausgerichtet. Und Atlantis hingegen war multipolar konzipiert. Das heißt, dort gab es eben diese unterschiedlichen Strömungen, die im Universum herrschten. Die waren alle auf einen relativ engen Raum zusammengebracht worden, damit sie einerseits sich entfalten konnten und auch lernen konnten, miteinander umzugehen. Ich sehe das so, dass die eine Erdhalbkugel, die war lemurisch, also sehr hell, und die andere, die war bunter, die war atlantisch. Also quasi nicht nur so, dass jetzt Atlantis nur in der Türkei war, wie man das manchmal hört, oder nur in Spanien oder nur in Griechenland, sondern das war ein viel, viel größeres Feld. Und Lemuren genauso. Und Atlantis war sehr auf den Erwerb von Fortschritt ausgerichtet, also von eben Ausprobieren, von
erforschen, was möglich ist, auch von Wetteifern, von Ehrgeiz. Es war auf Entwicklung ausgerichtet und Lemuren überhaupt nicht. Lemuren war einfach auf Sein ausgerichtet, auf Genießen, auf Miteinander, auf Füreinander Dasein auch. Für mich schwingt die ganze lemurische Hälfte in der weiblichen Energie und die ganze atlantische Hälfte in der männlichen Energie. Das ist mal so ein grober Umriss, wie ich das Ganze sehe. Ja, hast du gut eingeleitet, so sag ich mal. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, sich mit den Lemurien und Atlantis, sich damit zu beschäftigen? Was gab es da als Auslöser von deiner Seite aus? Ich kam extrem unverhofft dazu. Und zwar war das so, dass ein paar Kollegen von mir, die wollten an ein Seminar gehen, wo es darum ging, dass junge Erwachsene Verantwortung übernehmen in der Welt. Und ich habe mich dann auch angemeldet an das Seminar und der Seminarleiter wollte im Vorfeld mit jedem von uns telefonieren, um festzustellen, ob wir an das Seminar dürfen oder nicht. Und ich habe das dann sehr kritisiert ihm gegenüber. Ich habe gesagt, wieso vertraust du uns nicht? Warum sortierst du uns aus? Und so weiter. Also ich hab den Mann eigentlich ziemlich angegriffen. Und wir hatten Streit schon vor dem Seminar. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, um Gottes Willen, wieso gehe ich überhaupt dahin? Ich muss ja da nicht hin. Und dann als Antwort auf diese Frage habe ich eine Vision gesehen, also ein inneres Bild bekommen. Und das war eben, dass ein Kontinent im Weltall treibt und plötzlich brach die Hälfte davon weg. Ich hörte dazu Lemuria und ich empfing die Schwingung von Trauma. Und ich wusste gleichzeitig, dass ich an dieses Seminar gehe, um dort eine Harmonisierungsarbeit zu machen zum lemurischen Untergang. Wobei ich von Lemuren wirklich nichts wusste, außer dem Satz, ich hatte den mal gehört durch eine Freundin, in Lemuren haben wir auch schon mit Kristallen geheilt. Aber das Thema hat mich nie interessiert. Ja, also ich wusste nichts über Lemurien. Aber weil ich immer wieder Visionen habe, denen ich sehr vertraue und generell meiner Intuition sehr vertraue, habe ich das einfach angenommen, also akzeptiert als Information, dass das mein Seelenauftrag ist dort. Und ich bin dann tatsächlich an dieses Seminar gegangen. Und wusste überhaupt nicht, wie ich das jetzt kommunizieren soll, ne? Dass ich an dem Seminar von diesem anderen Mann einen Auftrag habe für die ganze Gruppe, vor allem nach dem vorangegangenen Streit. Das waren etwa 60 Leute und ich hatte auch keine Möglichkeit, mit dem Seminarleiter zu reden, weil der natürlich immer belagert war. Und dann war es aber so, dass der am zweiten Tag von sich aus auf mich zukam. Er sagte, er habe schon zweimal aus der geistigen Welt vernommen, dass ich etwas sehr Wichtiges mit der ganzen Gruppe zu teilen hätte und ob ich mir vorstellen könne, was es sei. Und dann sagte ich, ja, ich soll hier eine Heilarbeit machen zum Thema Lemurien mit der ganzen Gruppe. Und dann hat er so gesagt, okay, du kannst das morgen machen, ich gebe dir eine halbe Stunde Zeit dafür. Also und daran sieht man ja, wie geführt das Ganze war, ne? Das war also nicht meine Idee. Ich war nur die Empfängerin von, ich sage jetzt mal, von Seelenabmachungen und ich war einfach sensibel genug und aufmerksam genug, um das wahrzunehmen. Und dann habe ich das am nächsten Tag der Gruppe erklärt, die natürlich auch keine Ahnung hatte von Lemurien, also die meisten nicht. Und ich habe einfach gesagt, wir machen jetzt eine Heilarbeit dazu und stellt, also lässt euch einfach ein auf diese lemurische Energie, auch wenn ihr nicht wisst, was es ist, weil euer Unterbewusstsein und euer Seelenbewusstsein, die wissen das. Und drückt einfach aus, was jetzt während dieser Session dann durch euch sich ausdrücken möchte. Und dann war es so, dass wir ein schamanisches Ritual gemacht haben, ein paar Leute haben getrommelt und während dieser Trommelklänge kamen die anderen halt in eine gewisse Trance und haben plötzlich Dinge in sich wahrgenommen und haben angefangen, die eben auszudrücken. Und das war dann so, dass sich das herausgestellt hat wie ein Kriegsszenario. Also Leute haben dann dort geschrien vor Schmerzen, vor emotionalen Schmerzen, aber man konnte an den Bewegungen auch sehen, dass sie in körperlichen Schmerzen waren, von damals, die quasi reaktiviert wurden. Sie haben geweint, sie haben also zum Teil richtig geschluchzt, sie haben sich aneinander festgehalten. Also es war, ihr könnt euch das vorstellen, wie eine riesengroße Familienaufstellung, wo einfach die alten Prozesse endlich mal fließen durften. Also quasi das Trauma wurde hochgeholt in dieser Session und es durfte sich dann transformieren bis zu einem Punkt, wo man gespürt hat, jetzt ist eine ganz, ganz starke weibliche Energie im Raum,
die hinsteht und Stopp sagt, also die hinsteht und Nein sagt. Und das war für mich dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, dass Lemurien für mich weiblich schwingt und dass die lemurische Kraft ein Kollektiv repräsentiert, nämlich nämlich die weibliche Energie, an die wir ja alle, also mit der wir alle verbunden sind. Jeder von uns trägt ja auch weibliche Energie in sich, auch wenn man ein Mann ist. Und diese Energie, die wurde lange Zeit unterdrückt. Und letztes Mal, als ich bei dir in der Sendung war, Klaus, da hat ja die Alicia Kusumitra geredet. Und sie, ja, kennt sich ja aus mit den Mayas. Und bei den Mayas ist das bekannt, dass die weibliche Energie bis zum 21.12.2012 eben unten durch musste und dass wir jetzt in einem Zyklus sind, wo sie wieder aufkommen darf. Also wo männlich und weiblich eben im Gleichgewicht sind. Und diese Lemurien-Session, die im Jahr 2014 stattfand, also an diesem Seminar, die hat sehr stark gezeigt, dass eben die weibliche Energie sich ihre Macht zurückholt und ihre Präsenz zurückholt und jetzt bereit ist, hier zu sein. So, das war mein Einstieg in dieses Thema. Es war natürlich sehr überraschend für mich und aber auch irgendwie selbstverständlich, weil die Seele, die weiß ja, was man geplant hat, ne? Also das war jetzt nicht so, dass ich das überhaupt nicht zuordnen konnte, aber es ging von dem Moment halt immer weiter für mich. Also ich habe plötzlich immer nur von Lemuren geredet und wie ein Partner dazu auch immer von Atlantis, als würden die beiden zusammengehören. Und ich habe dann immer mehr eigene Rückführungen gemacht. Also ich habe in mich gelauscht. Ich habe mich mit meiner Seele verbunden und gefragt, was die denn über Lemuren und Atlantis weiß und habe sehr, sehr vieles aufgeschrieben, aus dem auch ein Buch entsteht. Und da habe ich eben auch so für mich gespürt, dass die atlantische Energie für mich in meiner Erinnerung die männliche Energie repräsentiert und die lemurische eben die weibliche und dass die heute lernen sollen, miteinander auszukommen, auf Augenhöhe zu sein und in Harmonie miteinander zu kommen und dass ich da einfach den Seelenauftrag habe, diesen Prozess, wie viele andere Leute ja auch, zu unterstützen. Und seither mache ich das. Ja, das hast du schön gesagt. Und da höre ich auch eine Sehnsucht auch ein wenig heraus. Und was ist überhaupt die Sehnsucht betreffend Lemurien und Atlantis? Gibt es da eine Sehnsucht dazu? Ja, die größte Sehnsucht ist die Sehnsucht, Einheit zu erfahren. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man universelle Zyklen anguckt oder sich öffnet für das Wissen über universelle Zyklen, das kann man vielleicht nicht nachlesen in Büchern, aber man kann sich selbst dafür öffnen und intuitiv Antworten bekommen dazu. Dann war es so, dass bevor die Erde entstanden ist, da war es im Universum nicht mehr so schön. Das heißt, ein Gefühl von Einheit war bereits verloren gegangen. Und Lemuren und Atlantis entstanden aus der Sehnsucht heraus, die Einheit wieder erlebbar zu machen. Und dieses Projekt ging letztlich schief, weil sowohl Lemuren als auch Atlantis untergingen, weil die Leute zu egoistisch waren. Also sie haben sich eben dann, also in Atlantis vor allem, nicht in Lemurien, aber in Atlantis haben sich diese verschiedenen Pole dafür entschieden, den eigenen Pol vor allem, also ihm Vorteile zu verschaffen. Und sie haben nicht sich dafür interessiert, wie es den anderen damit geht. Also zum Beispiel der männliche Pol wollte für sich Vorteile haben und hat nicht berücksichtigt, wie es dem weiblichen Pol dabei geht. Oder die Wissenschaftler haben halt Experimente machen wollen, ohne zu überlegen, wie es den Untersuchten dabei geht oder jenen, die sie dafür benutzt haben. Also der Egoismus war einfach so hoch, dass dieses Projekt der Einheit gescheitert ist. Und das hat in ganz vielen Menschen eine sehr, sehr starke Trauer hervorgerufen und auch die Sehnsucht, dass es irgendwann mal gelingen möge. Und heute sind viele von damals wieder da und wollen das wieder unterstützen und versuchen. Also sie wollen wieder unterstützen, dass es diesmal auf einer gereifteren Basis als damals möglich ist, miteinander im Einklang zu leben, miteinander im Frieden zu leben, also die verschiedenen Pole untereinander anzuerkennen, ohne dass der eine Pol den anderen missbraucht.
Ja, da kommt mir jetzt überhaupt eine Frage, aus welcher Motivation ist das Ganze überhaupt entstanden? Ich meine, du hast jetzt männliche, weibliche Energie genannt. Welche Motivation, Lemurien und Atlantis, aus welcher Motivation ist das denn für dich entstanden? Also im ganzen Universum gab es noch mehr Pole als nur männlich und weiblich. Es gibt verschiedene Energien, die wichtig sind. Zum Beispiel ein Pol ist der Wille. Der Wille ist ja wie ein eigenes, ich sage jetzt mal, Instrument. Es gibt Leute, die haben viel Willen und es gibt ja Leute, die haben sehr wenig Willen. Und dann gibt es ja eben zum Beispiel die Wissenschaftler, die erforschen wollen. Dann gibt es jene, die sich sehr stark für die Dunkelheit interessieren und mit der Dunkelheit auch identifizieren, bis hin zur kompletten Trennung. Und all diese verschiedenen Pole, die wurden eben nach Atlantis gebracht, also die haben sich dort eingefunden, um eben zu lernen, miteinander auszukommen. Und da, damals war eigentlich schon das Ziel, dass sie einander nicht missbrauchen und dass niemand versucht, die Vorherrschaft zu übernehmen, aber das ist halt nicht gelungen. Und heute möchte man das eben auf einer gereifteren Basis erreichen. Ja, und wenn man heute schon die Zeit anspricht, ja, aus welcher Motivation haben heute die Menschen betreffend Lemurien überhaupt und Atlantis ja die Motivation dazu? Und was wollen sie damit erreichen, wenn sich jetzt mit diesen Themen zu beschäftigen? Also welche Motivation haben heute viele Menschen betreffend Lemurien und Atlantis? Was wollen sie damit erreichen? Zum einen hat diese Enttäuschung damals, also die Einsicht, dass es nicht gelungen ist, dieses ersehnte Ziel der Einheit zu erreichen, in sehr vielen Wunden hinterlassen. Man kann sich das so vorstellen, dass es in Atlantis viele Hüter gab von bestimmten Energien. Also zum Beispiel gab es einen Tempel, wo man sich mit der Weiblichkeit beschäftigt hat. Dann gab es einen Tempel, wo man sich mit der Männlichkeit beschäftigt hat, einen für die Magie, einen für die Wissenschaft und so weiter. Es gab auch viele Kristallhüter, also Hüter, die verschiedene Kristallschwingungen gehütet haben, weil Kristalle sind ja sehr hohe Energien, die auch eine sehr heilende Wirkung haben. Und man wusste einfach, wenn man so viele verschiedene Pole zusammenbringt, dass es dann sehr unterstützend ist, wenn man auch Kristalle dabei hat. Und man wusste um die Wichtigkeit dieser Kristalle. Und in vielen Menschen hat es ein sehr starkes Trauma hinterlassen, dass das Hüten nicht gelungen ist bis zuletzt. Weil in der Endphase war das so, dass eben Lemuren und Atlantis so stark angegriffen wurden, von innen und von außen auch durch nochmal andere Wesen, die eigentlich nichts zu tun hatten mit dem ganzen Projekt, dass sie ihre Hütfunktion nicht ausführen konnten. Aber diese Hütfunktion hatten sie mit einer extrem großen Liebe und Leidenschaft und Hingabe gelebt. Und dann zu sehen, dass das plötzlich nicht reicht. Und dass man etwas, was man so sehr liebt, nicht verteidigen kann und nicht schützen kann, das hat in vielen so Gefühle hervorgerufen wie Ohnmacht und Versagen und Schuld. Und dann wollen viele heute also diese alten Gefühle in sich erstens klären und harmonisieren und dann zweitens wollen sie ihren damaligen Hütbereich wieder hüten und dieses Mal aber eben, also dieses Mal versuchen nicht in diese alten Fehler oder Fallen zu treten, sondern den Bereich dieses Mal besser zu hüten und miteinander andere Gespräche zu führen als damals und andere Prozesse zu machen, sodass diesmal eben diese Einheit wieder entstehen kann. Weil wenn hier auf der Erde eine Einheit entsteht, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf alles, auf alle Universen auch. Also für mich gibt es auch nicht nur ein Universum, sondern wir haben ein Multiversum oder wir leben in einem Multiversum. Und wenn es irgendwo natürlich gelingt, dass man mehr auf die Einheit zugehen kann, dann geht das wie eine Information auch hinaus in alle anderen Universen und dann können natürlich sehr viele Wesen davon profitieren. Also im Prinzip geht es heute um einen riesengroßen Heilungsprozess, nicht nur für die
Länder und Gesellschaften auf der Erde, sondern es hat dann einfach auch eine Ausstrahlung überall hin. Ja, wir kommen gleich zur Fragerunde. Noch ein bisschen Geduld, Marc, noch. Ne? Ich möchte noch meine vorgestellten Fragen, die ich für mich gesucht habe, noch gerne durchbringen. Ja, wenn ich dich jetzt so reden höre, welche Traum entstanden in Lemurien und Atlantis überhaupt? Gibt es da Traumen? Und wenn ja, wie kann man sie lösen? Es gibt sehr, sehr viele Traumas. Zum Beispiel hat man das, also haben viele das Vertrauen ins Licht verloren. Ins Licht, damit meine ich eben in etwas Schönes, Hochschwingendes, Geborgenheitsspendendes. Weil damals wurde der gegenteilige Pol mächtiger oder man hat ihm mehr Macht gegeben, sodass eben die schöne Seite nicht gehalten werden konnte. Und das hat in vielen einfach diesen Vertrauensverlust ausgelöst. Oder auch das Vertrauen in sich selbst verloren haben. Weil gerade wenn man etwas gehütet hat und man merkt, man hat es nicht geschafft, dann kommen natürlich Selbstzweifel von wegen, was hätte ich anders machen können oder müssen? Oder auch wenn man weiß, genau wo man eine Fehlentscheidung getroffen hat, vielleicht aus Egoismus, vielleicht aus anderen Gründen, dass man sich das dann ewige Zeiten vorwirft, ne? Also bis heute. Oder man hat das Vertrauen verloren in die, ich sage jetzt mal, feinstofflichen Architekten von Lemuren und Atlantis, also quasi in die Wesen, die das Ganze mitkonzipiert haben. Und die Idee hatten, wobei die Idee, die kam von sehr vielen oder hat, also so wie ich das sehe, haben sehr, sehr viele Wesen im Universum eben dieses Projekt unterstützt. Also dann hat man quasi auch das Vertrauen verloren in den Glauben, dass es eben möglich ist, so ein Einheitsgefühl und ein Einheitsbewusstsein wiederherzustellen. Oder dann eben das Trauma versagt zu haben oder das Gefühl zu haben, versagt zu haben, Trostlosigkeit. Und das Ganze war so geladen mit Emotionen, dass viele auch entschieden haben, das komplett zu verdrängen. Also nie wieder auch nur ansatzweise damit zu tun zu haben. Und viele von damals haben das Geschehen komplett von sich abgespalten, weil da wurden halt auch extreme Grenzen überschritten, also eben bis hin zum Missbrauch von Kindern, von Babys, für irgendwelche Experimente oder dass man ihnen Energien genommen hat. Es gibt ja verschiedene Energiezentren und je nachdem, wie man die beeinflusst oder entfernt, hat das ganz schlimme Auswirkungen auf ein Individuum. Da wurden einfach extrem schlimme Experimente durchgeführt, die rein vom Verstand her natürlich interessant sind, so im Sinne von, ah, das geht und das geht nicht und das klappt nicht. Aber was es für eine Auswirkung hat auf ein einzelnes Individuum, das ist halt nicht außer Acht zu lassen und es wurde außer Acht gelassen. Und wenn man das natürlich gecheckt hat, irgendwann im Erkenntnisprozess, was man da vergeigt hat und wo man so weit ethisch gefallen ist, dann kann natürlich schon auch der Wunsch entstehen nach einer kompletten Abtrennung von diesem eigenen Persönlichkeitsteil. Und das haben auch sehr viele gemacht. Also in der Endzeit entstand quasi wie eine Eisschicht über Atlantis. Und ich habe mich schon gefragt, ob das auch in echt passiert ist. Aber so wie ich das mal gesehen habe, ist es so, dass rein psychologisch gesehen entstand eine totale Vereisung im Kollektiv gegenüber dieser atlantischen Inkarnation. Ebenso wie eine Abspaltung. Man möchte nichts mehr damit zu tun haben. Es soll einfach vorbei sein und fertig. Das Problem ist einfach, immer wenn man was abspaltet, ist es ja noch nicht heil, sondern man fühlt es dann nicht mehr, aber das heißt nicht, dass man daran gereift ist. Und der Heilungsweg geht also dahin, dass man diese abgespaltenen Teile wieder zulässt, das ganze Unangenehme, das damit verbunden ist, auch zulässt, mit dem Wissen, dass Heilung möglich ist und dass man dann diese Heilungsschritte geht.
Ja, danke dir. Es flackern schon die Mikrofone. Mal gucken, wer ist denn alles da? Der Armin ist da, der Marc ist da, Franz Leopold möchte auch was sagen. Mal kurz flackern, falls er was sagen würde. Im Moment nicht. Ja, möchte noch mal kurz die Homepage bekannt geben, nochmal von dir. Das ist www.lemurien-atlantis.com. Und dann würde ich doch sagen, ja, gehen wir mal von unten nach oben. Armin, sagen wir mal, Marc, hallo. Marc, deine Frage? Ja, also in meinem Wahrnehmen ist Atlantis und Lemurien, wie ist es zu verstehen, die sind in der Zeit stecken geblieben, unter dem Meeresspiegel vergangen wie die Mayas. So kann ich das verstehen. Oder ist es anders? Für mich passt in der Zeit stecken geblieben total aufgrund dieses Verdrängungsmechanismus, weil wenn man ja sowas so stark von sich verdrängt, dann macht man ja keine Fortschritte. Also es gibt keine Entwicklung, das ist wie ein Stillstand und insofern auch ein zeitlicher Stillstand. Ist dann das jetzt aufzurücken, ist da was aufzulösen? Ich habe mit zwei inkarnierten Seelen von einem vergangenen Planeten gesprochen. Das ist Maltek. Die wissen nicht, wohin, die müssen hier inkarnieren. Ist es so, dass wir jetzt da offen drüber reden können, dass die Menschen da quer rüber und rüber inkarnieren können? Oder wie kann ich mich da einbringen? Also fragst du das mich? Du darfst von mir aus sagen, was du willst. Ja, das ist die Frage. Inwieweit bringen wir ins Bewusstsein, dass Atlantis nie untergegangen ist, nur in der Wahrnehmung der Massen in der Verborgenheit der Zeit ruht? Also die leben noch, aber sie leben wie unter dem Meeresspiegel, in der Zeit vergangen. Also mein Zugang dazu ist, dass das atlantische Bewusstsein schon nach wie vor existiert. Also das wurde nie ganz abgeschafft. Also das hat sich nie ganz abgespalten. Es gab genügend Seelenlichter, die das Bewusstsein gehütet haben. Ob die jetzt unter Meeresspiegel feinstofflich existieren, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht oder noch nie nachgeguckt feinstofflich. Dann lass mal das mal so stehen. Danke dir, Marc. Das Mikrofon kriegst gleich sicherlich nochmal wieder. Der Armin ist bei uns in der Runde und Jenne ist auch wieder da. Armin und dann Jenne. Guten Abend, Armin. Ja, also so wie ich das damals gelesen habe in meinen jungen Jahren, war es ja so, dass Lemurien und Atlantis ja unterschiedliche Zeitalter waren, entsprechend den kosmischen Zyklen. So wie du das jetzt erklärst, war das ja mehr oder weniger gleichzeitig. Und du hast vorhin diese dubiosen Experimente mit Kindern aufgezeigt. Und wenn ich jetzt heute so in die Welt sehe, sehe ich, dass dasselbe ja wieder existent ist. Es ist ja, es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Von total liebevoll bis unwahrscheinlich grausam und schrecklich. Und mir scheint fast, als ob es jetzt an der Zeit ist, dass diese beiden Dinge wieder existent sind. Also Lemurien, wie gesagt, weiblich und Atlantis männlich, wenn du das so beschreibst. So als wie wir das in dieser Zeit einfach auflösen sollen. Ja, das empfinde ich auch so. Also in meiner Erinnerung oder in meinem Erleben ist es so, dass Lemuren zuerst erschaffen wurde und Atlantis später dazu kam, aber dass die beiden parallel dann noch eine ganze Weile nebeneinander existiert haben und dass auch zum Teil atlantische Bewohner da mal rüber sind nach Lemurien und umgekehrt, weil das so zwei total verschiedene Lebensmöglichkeiten beinhaltet hat. Und was du ansprichst mit den Experimenten, ja, das ist so. Wir haben heute sehr vieles von damals, was eben noch nicht verarbeitet wurde, was noch nicht ans Licht durfte, was noch nicht ins Bewusstsein kommen durfte, was sich einfach wiederholt. Und meine Arbeit, meine lemurisch-atlantische Arbeit zielt auch darauf hin, dass man eben sich erlaubt, hinzuschauen. Und eine Möglichkeit hinzuschauen ist ja auch, dass man sich erlaubt, wahrzunehmen, was in der Welt passiert. Also auch da nicht die Augen zu verschließen. Ich meine jetzt unsere heutige Welt. So dass man
auch einstehen kann für das, was einem wirklich wichtig ist, weil den meisten Menschen ist es ja nicht, also bedeutet es nichts, Babys zu foltern, ne, zum Beispiel. Sondern im Gegenteil, die wollen, dass es den Babys ja gut geht. Und so sind wir alle aufgefordert, miteinander einen Weg zu finden, wie wir mehr Frieden, mehr Einheit eben miteinander erschaffen und manifestieren können. Mhm. Armin, gibt es noch was dazu? Gut. Nee, das ist also mein Empfinden und du hast es ja eigentlich wunderschön bestätigt. Klasse, also machen wir mal. Genau, finde ich eine gute Idee. Ja, wir haben hier noch in der Runde den Raphael reinbekommen und auch die Emise. Vielleicht sind sie gleich auch noch am Mikrofon. Wenn ihr nicht hier oben sein wollt, einfach wieder in den Zuhörraum klicken. Wir haben ja heute eine offene Runde. Und ja, dann war der Jenne da und sagt einen guten Abend zu dir, Jenne. Ja, hallo, schönen guten Abend euch. Ja, also das ist ja sehr spannend und für mich sind da noch viel zu viele Trennungen drin. Das Atlantis und Lemurien und außerirdisch und Universum. Also alles ist ja hier irdisch und auf der Erde passiert. Atlantis war ja nicht nur die Insel, die untergegangen ist, sondern die ganze Welt. So habe ich das empfunden in meiner Erkenntnis. Und also alles, was dann passiert ist, was du vorhin aufgezeigt hast mit den Sachen, die dann gemacht worden sind, die die Leute in Angst und Schrecken versetzt haben, das sind ja also im Prinzip die Märchen, die wir heute erleben oder kennen und erzählt werden, die dann geschaffen worden sind, um diese Grausamkeit halt zu verdecken. Aber dennoch, also ist diese Trennung ja geschehen. Also erstmal von männlichen und weiblichen, der Wechsel, also als erstes ist den weiblichen das Sagen entzogen worden und das Sein entzogen worden und ist das Herrliche vorgesetzt worden. Und wir haben ja alle die Dualität in uns, ja nicht nur die Männer, die den weiblichen Teil in sich haben, sowohl ja auch die Frauen, die den männlichen Teil in sich haben. Und diese Dualität, die wir haben, also das ist das, was wir wieder erlangen müssen. Und diese bedingungslose Selbstliebe, damit wir die auch wieder nach außen tragen können zu jedem anderen und dass dieser Zwist aufhören muss. Und ich glaube, dann ist das der Schlüssel dazu, dass das Atlantis also ganz schnell wieder auferstehen kann. Ja, genau. Also für mich ist es so, dass heute eben das lemurische Bewusstsein, es ist im Prinzip das Herzbewusstsein und das erkennende Bewusstsein, das atlantische Bewusstsein, sich in uns, also in jedem Individuum, vereinen können. Das heißt, wir können selber sowohl den lemurischen als auch den atlantischen Teil in uns fördern und die beiden können lernen, miteinander zu kommunizieren, weil wenn der Verstand oder eben das erkennende Bewusstsein auch mal auf das Herz hört und auch mal das Herz einbezieht in eine Entscheidung, dann ergibt sich eine andere Entscheidung, als wenn man eben nur im Verstand bleibt, nur im Forschungsdrang, nur im Erkennen. Und umgekehrt auch so, also wenn man eine Entwicklung machen möchte und nicht nur im Sein bleiben möchte, dann ist es natürlich gut, wenn man auch mal den Verstand hat und einen gewissen Forschungsgeist und Entdeckertrieb, sodass man auch neue Sphären erkunden kann oder sich neue Bereiche erschließen kann. Was einfach ganz, ganz toll wäre, wenn man heute mit der Zeit eine Möglichkeit findet, eine Entwicklung hinzukriegen, wo man zwar Neues entdecken darf und kann, aber nicht mehr auf Kosten von anderen. Also nicht mehr, dass man vergewaltigt, jetzt nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinne, sondern dass man eben einander auch in der eigenen Ausrichtung respektiert. Also wenn jemand Grenzen setzt, dass man dann diese Grenzen respektiert. Oder wenn jemand Schmerzen hat, dass man dann nicht einfach sagt, ja, das ist jetzt nicht wichtig, dass der Schmerzen hat, wir fügen mal weiter Schmerzen zu, sondern dass man dann halt aufhört. Das erhoffe ich mir von dem Prozess, der jetzt stattfindet. Also quasi eine Entwicklung, wo man Herz und Verstand mit einbezieht, wo man eben lernt, auf beide zu hören.
Ja, genau. Ja, diese Empathie, die halt wieder in uns wächst und ja, wir dadurch auch entdecken können und zulassen können. Ich sage immer, wenn man das Loslassen spiegelt, dann hat man also das Annehmen. Also Loslassen ist nicht nur Loslassen, sondern heißt auch gleich Annehmen. Und das ist der, ja, so sehe ich das. Ja, das ist mega schön. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ich Ja. immer an Atlantis denke, ich kenne ja den Heinrich Goppertz aus Wien, der hat ja auch viel erzählt. Wo liegt überhaupt Atlantis? Du hast vorhin schon mal Jugoslawien oder was war das? Türkei hast du angesprochen. Es gibt ja unterschiedliche ja, Deutungen, wo Atlantis sein sollte. Malta habe ich gehört, Kanaren habe ich gehört, Griechenland sagst du. Vielleicht gibt es da auch geografisch mal so ein bisschen Hintergrund. Ja, also ich muss sagen, dass meine Anfänge, als ich diese Lemuren-Session gehabt hatte an diesem Seminar und wo ich dann gemerkt habe, dass ich plötzlich immer von Atlantis rede, was ja ein intuitiver Vorgang war, da habe ich mich angefangen, ein bisschen durchs Internet zu lesen, eben ja, wo war eigentlich Atlantis und so weiter. Und dann habe ich einfach gemerkt, so wie du jetzt angesprochen hast, es gibt unterschiedliche Theorien, wo Atlantis war und unterschiedliche Belege, wo Atlantis gewesen sein soll. Und ich habe dann irgendwann einfach aufgehört, mich, also quasi Beweise sammeln zu wollen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein inneres Erleben mich ja zu Resultaten führt. Und ich habe dann einfach entschieden, dass ich aufhöre zu lesen und dass ich eben nur noch nach innen reise. Ich selber war jetzt noch nie an einem Ort, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, ich spüre hier genau ist das Atlantische immer noch verborgen oder hier spüre ich die atlantische Schwingung. Also in Griechenland schon. Ich war neulich dort und da hatte ich auch Erinnerungen an meine eigene atlantische Zeit. Aber ich weiß auch, dass Atlantis nicht nur in Griechenland war. Also für mich war es halt echt so die Hälfte der Erdkugel schwang atlantisch und die andere lemurisch. Aber wo genau die Grenze ist, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich empfehle Malta auf jeden Fall nochmal zu besuchen. Kanaren habe ich auch gehört. Gibt es auch das Vermächtnis von Atlantis? Da war ja die Ingrid Valeris da von der CMI. Reinkarnationstrainerin, 40 Jahre, hat sich dem Thema ganz groß angenommen. Auch die Ladina aus der Schweiz hat sich das Thema angenommen. Da gibt es auch Vorträge bei Okitok im Archiv, also gerade auf der Nachbarinsel Gomis oder Gomis, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißt, Entschuldigung dafür. Gibt es auch Ausgrabungen, wo der Hubert Zeitlmeier, der auf Malta lebt, dieses Seminar auch mitgeführt hat und hat dort ziemlich viel aufgedeckt. Auch Film gibt es darüber. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Wo auch immer. Ich denke mir, es ist ein großes Areal vermutlich gewesen. Ariane, ja, gleich, Jenne. Wenn ich an Atlantis denke, dann denke ich auch an hohe Technologien und alles das. Und wenn man heute schaut, auch auf den Mayanischen, auf Pyramiden oder sonstiges, gibt es exzellent gemachte große Schnitte von Steinen, die zusammengesetzt worden sind, die wir heute noch nicht mal machen können. Wie war denn das Leben so? Gab es da wirklich eine Technologie? Und dann ist für mich die zweite Frage, warum hat man so eine Technologie dann verloren, wenn sie doch im Endeffekt einen ins Leben weiterbringen könnte? Hast du da ein paar Gedanken dazu? Ja, also zum einen wurde schon extrem viel gemacht in Atlantis, also wissenschaftlich gesehen. Und man, also Atlantis war ja auch ein, also es gab dort auch Magier. Das heißt, das magische Wissen war dort sehr, sehr viel größer als heute. Und magisches Wissen ist ja im Prinzip Erschafferwissen. Und kombiniert mit diesem Erschafferwissen hat man natürlich andere Technologien hervorgebracht, als wenn man sich nur auf den Verstand und auf die Technik konzentriert. Ich weiß nicht, wie das jetzt war mit diesen Pyramiden, die du ansprichst, oder mit diesen Steinen. Da habe ich keine Ahnung, habe ich mir noch nie angeguckt, aber ich weiß einfach, dass in Atlantis sehr, 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 sehr vieles möglich war. Und dass wir zum Teil dieses Wissen, wie du sagst, noch überhaupt nicht wiedererlangt haben. Und das hat damit zu tun, dass als Atlantis unterging, das war nicht nur einfach ein Untergehen im Sinne von, ups, jetzt kommt der Meteorit und löscht das Ganze aus, sondern einerseits fand eine Abspaltung im Bewusstsein statt, wie gesagt, und andererseits haben auch die feinstofflichen Wesen, die Atlantis und Lemurien
konzipiert und energetisch aufgestellt haben, die haben auch Energien wieder abgesaugt dort. Ne? Also die haben die Energien wieder zurückgenommen und somit ging auch vieles von damals verloren. Und zwar deswegen, weil ja, also die Wesen haben Atlantis und Lemuren auch deshalb wieder eingehen lassen, weil eben so viel Missbrauch stattgefunden hat und weil die verschiedenen Pole einander so übel behandelt haben. Aber also es ist nicht nur so, dass diese Architekten, sage ich jetzt mal, die feinstofflichen Architekten Lemuren und Atlantis haben eingehen lassen, sondern der Verfall kam von innen. Ich erinnere mich, ich war dort auch, also in Atlantis, ich war dort in einem Tempel und habe auf Atlantis runtergeguckt. Und ich habe dann zu einer Priesterin im Tempel gesagt, siehst du die Zeichen des Verfalls? Siehst du, wie die Leute miteinander umgehen? Siehst du, wie sie auch die Gebäude nicht mehr pflegen? Siehst du, wie sie die Schwingung herunterkommen lassen? Wie sie sich selbst nicht mehr pflegen? Wie sie selbst ihre eigenen Werte verraten? Und sie hat sich schon gar nicht mehr dafür interessiert, weil sie war quasi auch befallen wie von einem Virus, der sich nicht mehr gekümmert hat um das Ethische und um das Hochschwingende. Also der Verfall kam ganz klar auch von innen. Und es war aber auch so, dass viele, die Wissen gehütet haben, dass die dieses Wissen noch irgendwo gespeichert haben in Objekten, zum Beispiel in Kristallen, von denen sie wussten, dass sie den Niedergang überleben würden. Und heute gibt es immer wieder Menschen, die finden plötzlich einen Gegenstand, von dem sie spüren, dass sie eine ganz starke Verbindung dazu haben. Und es ist oft so, dass sie früher eben dort drin was gespeichert haben, irgendein Wissen. Und wenn sie den Gegenstand bei sich haben, dann kommen sie immer mehr in Kontakt, in Resonanz mit diesem Wissen und haben dann plötzlich wieder eine Idee oder haben eine Vision, was es damals gab. Das kann eine heilerische Technik sein, das kann aber eben auch so eine Technik sein, betreff jetzt Steine schleifen oder Steine schneiden, so wie du das jetzt gesagt hast, ne? Also wir dürfen bestimmt gespannt sein, was sich in den nächsten Jahren noch zeigt an Technik. Und ich hoffe einfach, dass die entsprechenden Erfinder dann schlau genug sind, auch auf ihr Herz zu hören und sich zu fragen, ob sie dieselbe Technik nochmal bringen wollen, ob das wirklich nützt oder ob es nicht allen prüfenden Instanzen standhält. Also sprich, ob es dem Herz standhält oder nicht. Ariata, ich denke mir, wir machen jetzt eine Musikpause, einverstanden, und dann geben wir nochmal das Wort. Ja, Flackern kommt da eine ganze Menge. Jenne möchte noch was sagen, oder wollen wir noch die zwei Worte mit reinnehmen von Jenne und vom Marc? Wir können es gern gerade noch reinnehmen. Ja, dann nochmal Marc und Jenne. Ja, also ich würde vorschlagen, es gibt doch The Age of Aquarius. Warum? Ich mache gern Lieder. Ich könnte euch ein Lied machen, The Age of Atlantis. Und da bräuchte ich halt, da wäre meine Frage, große Persönlichkeiten aus Atlantis, kann ich die dann mal notieren, die sich da zur Verfügung stellen für spirituelle Kommunikation? Große Könige, Rockstars, etc. Hast du das verstanden, Ariadne? Nein, ich verstehe es nicht ganz. Also du meinst, ob du die feinstofflich fragen kannst, ob sie sich zur Verfügung stellen, oder wie meinst du? Ja, als Kommunikatoren, ne? Also für die Erde mit Atlantis. Da bräuchte ich dann schon irgendwelche Namen im Lied, die ich dann besinge. Die große Könige zu dieser Zeit oder Rockstars, ganz tolle Barden, sowas, wenn bekannt wäre, sonst müsste ich mir das hersuchen. Also ich biete ja Seelenreisen an, also quasi Rückführungen nach Lemuren und Atlantis. Und ich hatte im Rahmen dessen schon einige, ich sage jetzt mal, Persönlichkeiten, die man heute wahrscheinlich kennt. Aber ob jetzt die besungen werden wollen, weiß ich nicht. Und ich kann halt auch nicht für andere sprechen, ne? Also da kann ich leider nichts dazu sagen. Ich meine jetzt im Zeichen der Einheit, ne? Um das bekannt zu machen. Vielleicht lass uns nach der Sendung mal darüber reden, über dieses Projekt. Oh, gut. Klingt spannend auf alle Fälle, ja. Lassen wir das mal so stehen, Marc, und dann den Jenne nochmal, und dann gehen wir in die Musikpause.
Ja, also ihr habt vorhin, also wo die Orte sind, ihr habt ja schon viele Orte aufgezeigt. Und für mich ist das Empfinden so, dass das in uns allen ist, das Atlantis, und auch auf der ganzen Welt das Atlantis war. Das war die Weltanschauung und das Sein aller Wesenheiten. Und also wir sind ja also im Hier und Jetzt, wenn man das verstanden hat, wenn man bei sich selber angekommen ist in seiner Dualität und bedingungslosen Selbstliebe und das dann auch erkennen kann, dann ist man quasi im Paradies, was ja wir hier auf Erden haben, was ja auch in allen gelehrten Büchern steht, was ja eben halt hier, ne, das Dasein zur Hölle gemacht worden ist. Aber im Prinzip, ne, die Blumen, die Liebe, ne, wenn man jetzt eine Mutter und ihr Kind anschaut oder selbst so untereinander, unter Freunden, gibt es ja eigentlich so kein Zwist, sondern ist es ja die Liebe und das Paradies. Das war das eine. Und das andere, dann habe ich noch, also ihr habt gefragt, wie diese großen Blöcke geschaffen werden konnten, wie Pyramiden gebaut werden. Und die Maurer heutzutage, die wissen das immer noch, die lernen das im ersten Lehrjahr, ne? Das ist der Satz des Pythagoras. Und das ist, also ihr müsst euch vorstellen, so ein Winkel, so ein Dreieckwinkel, also das 3 plus 4 plus 5. Mit diesen drei Zahlen kann man das ganze Universum ausrechnen und auch winkelgenaue Bauten erschaffen oder auch eben halt riesengroße Quader von Blöcken transportieren. Also wenn was Schweres transportiert wird, wir kennen das alle, wenn ein Brett genommen wird und darunter sind so Stöcker, so, also so Baumstümpfe, so, ne, so Rollen drunter. Und diese großen Quader, die werden auf so einen Winkel gesetzt, dass das Gewicht quasi auf einen Punkt gesetzt wird. Und so können diese, ja, die schwersten Gewichte halt transportiert werden, also geschoben werden und geschnitten, alles damals schon durch Wasserkraft. Und das ist eigentlich alles so einfach und wir können es nur nicht glauben, weil es so einfach ist und es alles so kompliziert gemacht worden ist. Also kann sich jeder mal gerne angucken, das Satz des Pythagoras 3 plus 4 plus 5. Gibt es sehr viele Informationen mittlerweile auch zu im Internet und ja, ist eigentlich ganz einfach. Da möchte ich nur eins sagen, dann frage ich mich, wie man in den Anden, in Mittel-Südamerika, gerade in den hohen Gebirgen, diese extremen Mauern aufgebaut hat. Ist für mich noch nicht erklärbar, weil das Gewicht dementsprechend gar nicht in die Höhen so hoch raufzubringen ist. Und heute mit der besten Technologie können wir das auch noch nicht mal mit den hydraulischen Baggern und Gewichte ist gar nicht machbar. Aber wie Also gesagt, ich saßen denke, es gibt damals. sicherlich noch eine Technik dahinter, die wir heute noch nicht wirklich verstehen. Wir müssen ja auch nicht alles verstehen. Janne, bitte. Ja, also es gibt ja heute jemanden, der baut große Burgen, Pyramiden nach mit dieser alten Technologie. Ja, also wie gesagt, das ist alles sehr kompliziert gemacht worden heute, ne, zu Maschinen und man musste Ingenieur werden, um alleine diese Zahlen zu addieren und auszurechnen. Aber wie gesagt, da gibt's heute jemand, ja Mensch, mir fällt gerade nicht der Name ein. Ich meine, in Ungarn oder Bulgarien sitzt der ihm halt diese Bauten gerade nachbaut mit Traversen und alles sowas. Ja, da dürfen wir alle ein bisschen nachforschen, so würde ich sagen. Und wie gesagt, für mich noch auch Strukturen, wie Axel Klitzke sagte, sei es die großen Säulen in Ägypten, können wir heute bautechnisch von der Struktur her heute noch nicht mal selber herstellen. Geht nicht. Das ist so fein. Selbst mit dem besten Laser geht das nicht. So, wir machen jetzt eine Musikpause. Wir haben ja nachher noch Redezeit. Und ich sehe, auch der Gunther ist da. Gunther, ich ziehe dich einfach rein, weil wir einen offenen Talk hier heute Abend haben. Und auch Sonnenglück ist heute Abend da. Ihr dürft euch natürlich wieder in den Zuhörraum dann klicken, wenn ihr nicht mitreden wollt. Und ich habe nachher noch eine Frage. Was hat Mayanisch, das Maya, mit Atlantis und Lemurien vielleicht auch zu tun? Wie ist da eine Verwandtschaft vielleicht zu sehen, liebe Ariate? Du hast heute Musik mitgebracht und wir gehen da jetzt mal rein und das heißt, wie heißt das? Lava. Lava und wir sind dann in 5 Minuten wieder zurück und lasst es euch gut gehen, holt euch was zu trinken. Bis nachher, Musik ab.
Ja, und da sind wir wieder zurück hier auf OKiTalk, heute mit Ariata. Ihre Homepage ist www.lemurien-atlantis.com. Ja, und ich sehe, wir haben hier den Raphael heute noch gar nicht gehört. Vielleicht ist sein Mikrofon der Franz Leopold, der sich auch sehr gefreut hat. Vielleicht hat er ja schon ein paar Eindrücke zum Thema heute. Atlantis, Lemurien und Atlantis. Ist er denn am Mikrofon? Mal flackern. Ja, da ist der Franz. Ich habe ja die Frage ausgangs gestellt, was hat Atlantis Lemuria auch mit dem Mayanischen zu tun? Also ich habe da persönlich keine Antwort drauf, aber vielleicht nachher die Ariata nochmal. Ich sag mal, guten Abend, Franz Leopold. Ja, guten Abend. Ich höre noch zu und melde mich dann, wenn ich Fragen habe. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt mal rüber zu Ariata. Ariata, was kann man eine Verbindung machen? Der Maya-Kalender, wie gesagt, hast du heute angesprochen, 21.12.2012. Wo ist die Brücke oder gibt es da eine Brücke zu Lemurien und Atlantis? Ja, die gibt es. Und zwar wurde eben als der Untergang von Atlantis bereits spürbar wurde, im Sinne von, dass man vermutet hat, dass Atlantis untergehen wird. Da haben ja viele Hüter von Wissen, haben ihr Wissen irgendwo gespeichert oder irgendwo hingebracht an Orte, von denen sie annahmen oder wussten, dass diese Orte nicht untergehen würden. Und unter anderem waren auch die Mayas ein Volk, wohin Wissen gebracht wurde, gerade viel Wissen über kosmische Zusammenhänge, also über Astrologie zum Beispiel. Und daher haben wir natürlich auch den Maya-Kalender. Und übrigens die Alicia Kusumitra, mit der ich ja letztes Mal in OKiTalk war, die ist gerade zu Besuch bei den Mayas und sie hat gesagt, sie wird sich nochmal genau erkundigen, was die Mayas denn wissen betreff ihrer betrifft der atlantischen Überlieferung und ihrer Hüterfunktion. Und du hast ja vorhin angesprochen, dass du sie gerne nochmal in der Sendung haben möchtest. Also dann denke ich, wird sie darauf auch bestimmt eingehen können. Ja, auf jeden Fall spannend. Finde ich ganz, ganz toll. Ja, ich gebe das Mikrofon mal eine Runde. Wir haben auch den Gunther da. Vielleicht ist er ja auch da. Vielleicht hat er dann Gedanken zum Thema. Mal schauen, ob er überhaupt am Mikrofon ist. Guten Abend, Gunther. Bist du denn da? Mal flackern mit dem Mikrofon. Er ist nicht da. Doch, er ist doch da. Guten Abend. Hallo. Ja, ich bin ja erst 5 Minuten drin. Du, das passt schon, lieber Gunther. Was fällt dir denn zum Thema überhaupt ein, wenn dir das so durch den Kopf geht? Es ist immer spannend, wenn man noch gar nicht weiß in dem Thema, aber vielleicht hat man so einen spontanen Gedanken zu Lemurien und Atlantis. Was fällt dir denn da zu dem Thema überhaupt ein? Was fällt mir dazu ein? Ja, das ist jetzt so aus dem Stegreif. Ich habe mich da ja auch schon mit beschäftigt. Also gerade was Pyramiden und auch die Mayas betrifft. Ich bin da auch immer noch ein bisschen im Zweifel. Es gab ja mal die Aussage auch der Eingeborenen damals, dass die Götter wohl irgendwie eine Pflanze hatten, die Steine flüssig machen kann. Und da gibt's ja diese These, dass die vielleicht sogar damals wirklich eine Art Beton gegossen haben. Und da, ja gut, ich kann da nichts zu sagen, aber wie gesagt, das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Ja, eine spontane Antwort zumindest auf die Frage, ja, was daran ist, wir wissen es nicht. Also ich finde, es ist viel Mystisches. Lene hat gesagt, es gibt den Pythagoras da mit den dementsprechenden mathematischen Möglichkeiten. Ich sage, das ist für mich nicht machbar, mathematisch nach unseren physikalischen Gesetzen in der heutigen Zeit zumindest schaffen wir das nicht. In der Steiermark gibt es Gänge, auch in Wien gibt es Gänge unterirdisch, die die Kirche zugeschüttet hat oder auch andere Leute zugeschüttet hat, der Lobbyismus, wo wir Architekturen haben von Strukturen, die wir uns gar nicht heute vorstellen können, das umzusetzen. Also es gab sicherlich in der Vergangenheit Möglichkeiten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und das ist das Mystische, das, was wir haben. Und Antworten suchen wir immer, aber wir werden nie immer alle Antworten halt
bekommen. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, der Franz war das, oder? Wer wollte? Oder Ariata, warst du da am Flackern? Ah, der Franz. Franz Leopold, bitte. Ja, da möchte ich jetzt was sagen dazu. Und zwar, betreffend Meierkalender habe ich eine Aufgabe gekriegt gehabt, in den Kalender eine neue Energie einzufügen. Diese Energie nennt sich Nivanes und die ist alle 3 Wochen in einem Montag. Und diese Energie ist das, was alles verbindet. Nur wenn die Menschen es verbinden. Wenn sie, und das ohne Korruption. Und da sieht man, dass das sehr schwierig ist, aber es ist möglich. Und interessanterweise war diese Energie, das erste Mal, wo der Kalender da sichtbar war, ist das heurige Jahr, also voriges Jahr. Und voriges Jahr ist diese Energie der Nivanes mit Ton 7 am 24. Dezember sichtbar worden bei uns. Und das ist eigentlich eigenartig, weil der Ton 7 ist genau der Draht nach oben ins Zentrum und der 24. Dezember ist für uns eigentlich bei den Christen dieser Tag, wo man eigentlich die Einheit feiert. Und wir haben da das beobachtet, auch wie die Familien sind und haben auch in unserer Familie und in die Menschen, die es gewusst haben, aufgepasst, wie dieser Tag, dieser 24. Dezember gelebt wird, wenn man ein bisschen etwas weiß. Und der ist eigentlich sehr harmonisch gelebt worden von den Menschen, die was durchführen. Aber ich möchte nur eins dazu sagen, geh von mir aus. Also meine Erkenntnis, ich glaube ja nichts, das sage ich auch, sondern ich lasse mich leiten von dem, was von mir rauskommt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sämtliche Atmosphären von der Epoche anscheinend, wo was war, durchleben darf, wenn es durchleben los. Und das ist eben das, also ich kann nur sagen, wenn man von Land redet, das Land ist immer dort, wo das Volk ist. Und je nachdem, welches Volk ich gerade durchlebe, dementsprechend habe ich ja Zugang zu dem Land. Dankeschön. Ariata, fällt dir was zu diesen Worten ein? Ja, also diese Verbindungsenergie, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich stelle fest, dass diese Verbindungsenergie, ob es das genau die ist, von der du redest oder nicht, aber jedenfalls geht es um Verbindungsenergie, die versucht durch alle möglichen, ich sage jetzt mal Tore, zu uns zu gelangen, also zu uns Menschen. Und wie du schon gesagt hast, es geht darum, dass man sich dafür öffnet. Und es soll nicht eben was Übergestülptes sein, sich dafür zu öffnen, sondern es ist quasi einfach eine Einladung, dass man das machen darf. Und man kann, also um diese Einladung annehmen zu können, bedarf es manchmal, dass man erstmal eben persönliche Prozesse macht. Das kann bedeuten, weil diese Energie ja was sehr, sehr Schönes ist, dass man ja grundsätzlich spüren möchte, also es macht Spaß oder Freude, diese Energie zu spüren. Dann kann es aber bedeuten, dass wenn man in sich noch irgendwie einen Glaubenssatz gespeichert hat aus einer Erfahrung, zum Beispiel eben aus der Atlantischen oder Lemurischen, der heißen könnte, ich bin nichts wert oder ich bin nicht liebenswert, dass man dann diese Energie auch nicht annehmen möchte. Und genau deswegen ist es wichtig, dass man diese alten Gefühle in sich nicht verdrängt, sondern dass man sie hochkommen lässt und dass man sich erlaubt, dass die sich auch wieder transformieren dürfen, dass die sich auch mal verabschieden dürfen und dass man eben sehr wohl liebenswert ist, ganz egal, was war. Und dann kann man diese verbindende Energie annehmen und leben und ausdrücken und verstärken durch sich selbst. Also die, ja, Franz? Ja, also diese Energie habe ich erfahren. Ich alleine kann es nicht machen, diese Energie. Ich kann sie spüren und es ist ganz kräftig. Und auf der Insel Kreta
gibt es so eine kleine Insel, die was nach Südafrika, also ein kleiner Bereich, was unter dem Meer nach Südafrika zeigt. Und dort ist die Energie auch präsent im Wasser drinnen. Die zeigt sich dort in einer unheimlichen Gewalt und Macht. Wenn man das sieht, wird dann direkt fast mulmig, weil man Angst hat, weil man erkennt, was da für Macht eigentlich dahinter steht. Und diese Macht, da ist man nicht fähig, dieses alleine zu tun, sondern man braucht andere Menschen dazu. Und wenn diese Menschen bereit sind, wenn sich jetzt drei Menschen treffen, der Klaus weiß ja das, ich gehe nur ins Okidok zum Beispiel ein, wenn es mich zieht. Und heute war es ja so, dass ich da vorher schon da war. Und der Klaus hat mir das gesagt, habe ich gesagt, wegen dem bin ich da, weil das möchte ich mir anhören. Also irgendetwas ist an dieser heutigen Sendung, was mich zieht. Und das ist genau das, was ich sage von dieser Energie, wo die zeigt Menschen, man könnte miteinander etwas tun. Ob sie es dann tun oder nicht, das liegt an den Menschen. Aber wenn sie drei finden und diese drei wollen miteinander, dann ist die Energie präsent. Wenn einer von den drei sagt, nein, das gefällt mir nicht, dann haben die anderen zwar diese Energie nicht. Die zieht sie dann für alle drei zurück. Ja, gibt es Wortmeldungen? Ja, Raphael, guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja, ich würde gerne ein paar Punkte kurz vortragen. Zum einen nur ganz kurz zu der Geschichte von Atlantis und den potenziellen Szenarien. Ich habe jetzt kurz recherchiert, also sowohl mein Lieblingschannel Bashar von Daryl Anker, wie auch ein gewisser Leslie Flint 1962, wie auch, soweit ich weiß, Edgar Cayce, der sehr berühmter Channeler war, haben alle eigentlich von Atlantis gesprochen. Und da scheint es auch eine ungefähre Einigkeit zu geben, dass das nach unserer aktuellen Zeitrechnung circa 13.000 Jahre in der Vergangenheit gewesen wäre, wo das dann im Endeffekt durch eben kriegerische Fraktionen und so ein Fall des Bewusstseins die Gesellschaft durch einen Asteroiden dann zerstört worden ist. Spannend dabei für mich ist dann erstens danke für den Hinweis mit den Objekten, liebe Ariata, weil ich habe vor Jahren einen Atlantis-Ring geschenkt bekommen. Das ist so ein spezielles Design, das eben so genannt wird. Wie viel Marketing dahinter ist, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Habe ich mir jetzt gerade mal wieder zum Spaß raufgegeben. Ja, zu dem Thema gibt es viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Zum Beispiel auf YouTube auch ganz stark Dark Journalist, der macht da sehr gute Recherchen, auch mit sehr vielen Quellen, um das sozusagen von der rationalen, eher atlantischen Sicht sozusagen sich anzuschauen. Und meine konkrete Erfahrung mit dem Ganzen war dann die, dass ich einmal recht, ich sage jetzt zufällig, auch so einen Flash hatte, im Sinne von, ich fühle mich zurückversetzt in diese Zeit und ich fühle mich auf irgendeiner Weise, man würde jetzt klassisch sagen, ein König, vielleicht nicht so weit, aber irgendeine Art von verantwortungsbewusste Person in dieser Zeit. Und ich sehe genau diese, was du vorher beschrieben hast, Ariata, wie sozusagen die Gesellschaft langsam, ich sage jetzt, den Bach runtergeht und wie ich selber ziemlich verzweifelt bin, weil ich halt merke, okay, da kann ich eigentlich nichts mehr tun, sozusagen. Das Kollektiv wendet sich gegen einen oder wendet sich bergabwärts. Und wenn es das überhaupt konzeptionell gibt, dann eben diese Erfahrung zu machen, okay, so obwohl man etwas anderes möchte, Positives wünscht, sieht man eben, es ist in dem Leben sozusagen auswegslos. Zumindest war das der Input. Dann ein Wort nur zu den Pyramiden und den Bautechniken. Der Channel Ra sagt da zum Beispiel, dass zumindest die große Pyramide von Giza einfach aus dem Bewusstsein heraus direkt manifestiert worden ist und erst spätere Pyramiden dann mit Werkzeugen etc. Und meine ganz konkrete Frage wäre jetzt, weil man gesprochen hat von Griechenland etc. und wo diese Energie ist, Malta. Zum einen sagt man ja Amerika, auch mit dem Phönix, mit dem Symbol, ist das neue Atlantis, symbolisch, energetisch, karmisch betrachtet. Auch sehr interessant. Und dann ganz konkret die Frage, bevor man eben irgendwo hinreisen muss, sage ich jetzt, okay, was ist mit den neu aufkommenden Geschichten über kürzliche Geschichtsschreibung unter dem Begriff Tartarien, Technasmer, Antiquitec. Man einfach sagt, gut, diese ganzen Kirchen und Tempel, die wir haben, das so baut ja auch heute niemand. Die neuen Kirchen und so sind irgendwelche schlimm aussehenden Bauten,
Die alten Kirchen, alten Tempel sind, da haben eine ganz andere Qualität und wurden ja teilweise angeblich über hunderte Jahre gebaut. Und da wäre jetzt eben meine Frage an dich, Ariata, was für eine Verbindung spürst du da oder siehst du da? Weil ich eben fast vermute, dass wir die Technologie, zumindest im Nachbau oder in gewisser Variante, die ursprünglich vielleicht atlantisch war und eben von den Stämmen, die dann geflüchtet sind rechtzeitig, in die europäischen und anderen weltweit eigentlich exportiert worden ist, dass wir potenziell hier eigentlich noch die Geräte sozusagen überall rumstehen haben, nur halt im Moment so ignorant sind, um das zu erkennen. Wer ist interessiert, was du dazu sagst? Vielen Dank. Also mein Zugang zu solchen Fragen ist immer sehr intuitiv. Insofern, als wenn ich zum Beispiel etwas wissen möchte, also welche Technik ist für mich zugänglich und hat die was mit Atlantis zu tun, dass ich dann zum Beispiel mich frage, welcher Bau zieht mich an, und dass ich dann entweder mental zu dem Bau hingehe oder auch rein körperlich und dann dort eben selber gucke, was dann Informationen dann auf mich wartet. Also ich selber habe mich noch nicht so stark dafür interessiert, für die Bauarten oder wo die Techniken von Atlantis heute noch verborgen liegen. Ich sehe einfach, dass gewisse Techniken, gerade in der Genforschung, dass die aktiviert sind. Also da habe ich einen Zugang dazu, zu den baulichen Geschichten jetzt nicht so. Aber eben, wenn man das rausfinden möchte, dann bin ich sicher, wenn man nur schon die Frage stellt und sich dafür interessiert, dass man ein Hüter ist von diesem Wissen. Und dann empfehle ich einfach ein intuitives Vorgehen. Also, dass man hingeht und spürt, hingehen und sich öffnet. Ja, also vielen Dank. Ohnehin, also ein paralleler, ich sage jetzt mal, der lemurisch-weibliche parallele Ansatz zum Atlantisch, kognitiv analysierenden. Meine spontane Frage oder mein Hinweis wäre eben nur gewesen, auch auf das zu achten, weil es ja ganz witzig wäre, das würde ja niemand vermuten, dass vielleicht eben viele von den alten Kirchen und Gebäuden und Strukturen immer noch irgendeine Form von diesem Wissen enthalten. Ich meine, allein wie sie dekoriert sind etc., dass das vielleicht, dass da immer noch irgendwas von einer Art von Hochkultur oder Hochtechnologie nachschwingt. Allein wenn man es jetzt baulich vergleicht, ja, wieder gebaut worden ist, mit schon schön dekoriert und proportional und riesig und Sandstein etc. Und im Vergleich dazu heute irgendein billiger Beton, und das muss man nach 20 Jahren wieder renovieren. Ich wollte das nur mal als Hinweis oder ja, als Input geben. Vielen Dank. Ja, es ist auf alle Fälle sehr interessant, und also rein energetisch sind ja oftmals Kirchen auf eben Energiepunkten gebaut, und dass man die überhaupt erspüren kann oder messen kann, das ist ja auch nicht, also das kann ja nicht jeder. Und ich bin sicher, dass da Wissen immer weitergegeben wurde und dass es ja zum Teil auch Logen gibt, die solches Wissen gehütet haben. Bei Logen ist ja oft so, also so empfinde ich, dass ich empfinde die nicht als besonders lichtvoll. Eigentlich, ich glaube, ich kenne keine Loge. Und wenn es nur dem Namen nach ist, die ich als lichtvoll empfinde, was ich damit in Zusammenhang bringe, dass die zwar viel Wissen gerettet haben quasi aus Atlantis oder wieder darauf gestoßen sind, aber sie vergessen eben genau die lemurische Qualität reinzubringen. Und wenn sie das noch machen, dann wird ein Ganzes draus. Ja, es sind die Pyramiden ja auch. Man weiß ja, dass dort Energiepunkte sind. Man spricht sogar, dass es früher mal Kraftwerke waren, die Erde versorgt haben sollten. Was dahinter steckt, wie gesagt, viele Fragezeichen. Gibt da viele Forscher. Und wie gesagt, ich habe immer wieder Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ariata, bitte. Also zu den Pyramiden kann ich schon was sagen, weil es gab in Atlantis, gab es ja auch, also in Lemurien und Atlantis gab es Tempel. Und diese Tempel, die waren nicht dafür da, dass man irgendeinen Gott anbetet, sondern diese Tempel waren Energieverteilungsstationen. Das heißt, da hat man Schöpfungsenergien kanalisiert oder eben diese verschiedenen Pole, die sind dadurch eingeströmt nach Atlantis. Das waren wie Energieempfänger, also man kann sagen wie Antennen. Und dann haben sie diese Schöpfungsenergien auch verteilt. Und insofern, wie das mit den Pyramiden ist, eigentlich, mir fehlt so ein bisschen der Link zu heute. Also, weil ich habe mich noch nie so eben für diese Bauten interessiert. Das ist echt ein bisschen ein Manko von mir. Aber die Pyramiden hatten bestimmt eine ähnliche Funktion. Das sind nicht einfach nur materielle Bauten, sondern da geht es für mich ganz klar um Energie, um energetische Vorgänge, die damit gemacht wurden.
Wenn ich einen Satz sagen darf dazu, nur um das zu verbinden eben. Man möge sich nur anschauen, die Bauten heutzutage, selbst in Wien teilweise sogar noch Wohnbauten, die angeblich erst vor 100 Jahren gebaut worden sind, aber vor allem bei Kirchen etc. Man sieht sich an, vergleiche Dokumente von eben in Richtung atmosphärische Energie, Energiekollektoren, ob das jetzt ätherische Energie ist oder dann elektrische Energie. Auf jeden Fall, wir haben überall die Antennen drauf. Jede Kirche hat oben dann noch diese verschnörkelten Sachen. Abgesehen davon, dass die Kirchen und Tempel selber ja in Wahrheit, wenn man sich die Muster ansieht, fast aussieht alles wie Energiebahnen, wie wenn ich mir Magnetfelder vorstellen würde. Ganz viele Verzierungsmethoden, auch aktuelle, die man noch kennt, und aus unterschiedlichsten Kulturen, auch diese ganzen Blumenmuster etc., sieht für mich alles sehr magnetbahnartig aus. Also das wäre mein Connect, einfach hier sich die aktuellen Gebäude, Kirchen, Tempel etc. anzusehen. Kann man sich sehr gut vorstellen, dass das genau solche Energiekollektoren sind im Endeffekt, die potenziell nur entweder ein billiger Nachbau sind oder irgendwas Wichtiges wurde rausgebaut, umgebaut. Natürlich habe ich jetzt die falschen Priester drin sitzen, vielerorts leider. Aber das wäre eben mein Connect, sich einfach das anzuschauen und ja. Also ich liebe deinen atlantischen Forschungsgeist. Ich finde das total toll. Ja, spannend, spannend, spannend. Wie gesagt, ich stelle hier wieder fest, dass wir Menschen noch ziemlich primitiv sind. Vielleicht auch einerseits in der Pubertät des Verstehens. Wir Menschen haben vieles noch gar nicht verstanden, was die Erde momentan ist. Zumindest nicht die Mehrheit. Und die Geschichte, die man oft nach außen tragen wollen würde, ja, die ist halt eine andere Geschichte. Denn ich denke ja auch an, wie heute der Raphael sagte, schaut euch mal die alten Bauten an, warum haben die so hoch gebaut? Ich denke auch an Klaus Dohner. Der Klaus Dohner ist ja der, der die Riesen erforscht hat. Da redet keiner drüber in der heutigen Zeit, jedoch sind diese Riesenskelette schon gefunden worden. Also, es kann nicht die Geschichte so sein, wie man uns die immer wieder versucht zu sagen, was lernen wir in den Schulen, Geschichtsbücher bekommen wir. Es ist viel mehr. Natürlich darf man jetzt wieder sagen, ja, man kann ja nicht alles lehren. Dann frage ich mich, wozu haben wir Universitäten und so weiter, und man lässt das dann nicht zu, diese alten Geschichten, zum Beispiel Klaus Dohner, der immer noch nicht anerkannt wird, obwohl die Ausgrabung er persönlich gemacht hat, Bilder, er sah, stand daneben, es gibt Bilder davon, also das sind wohl Riesen, die waren bis zu 5 Meter sicher groß, wenn nicht noch größer, ich kann es jetzt nicht genau sagen, kann ja jeder mal für sich forschen, Klaus Dohner. Und ja, mystisch, mystische Gebiete. So, ich gebe das Mikrofon mal in der Runde. Wer mag denn was sagen? Einfach mal flackern. Da ist der Jenne. Noch wer? Jenne, noch einer da? Gut, dann und der Germane, der Armin ist auch da. Jenne und dann Armin, bitte. Ja, danke nochmal. Also das ist, wie gesagt, wir können uns das nicht vorstellen, dass es so simpel gewesen ist. Aber die Pyramiden sollen uns auf eins schon immer hinweisen, auf das Sklaventum. Ne? Die ganzen Menschen, die haben so viel Kraft gehabt, mit Umlenkrollen das Gewicht von unten, also nach unten gezogen und somit nach oben über Umlenkrollen. Ne? Wir kennen das heute noch. Ach Mensch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wie so eine Rolle hätten, weil zum so ein Haar dran ist. Oder du, ein Seilzug. Ja, ein Flaschenzug, ein Seilzug. Ja, das spaltet so ein Riesengewicht in ne, jedes Mal teilt es das Gewicht wieder, jede Umlenkrolle. Und so sind die Sachen nach oben transportiert worden. Und alleine um so einen Winkel abzustecken, ich habe gerade auch noch extra noch mal so ein paar Videos dazu gepostet, da braucht man nur ein Stück Seil für. Und diese Zahl, 3 plus 4 plus 5, was immer wieder einen rechten Winkel erschafft. Jenne. Und ja, mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen und ja, danke. Ja, nein, das ist toll, dass du das einfach mit einbringst. Ist für mich aber trotz allem nicht logisch, denn diese Steine sind groß, sind kleiner, sind größer und Millimeter genau richtig gesetzt worden, diese großen Mauern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dieser primitiven Errechnungsart wie ein Flaschenzug alles gemacht worden ist. Ich denke, da sitzt sicherlich noch was anderes dahinter. Also vermute ich, aber wissen tue ich es nicht. Siehst du? Armin.
Oder Jenne, ja, Jenne noch doch mal. Ja, ne, ich wollte nur noch mal, weil das für dich noch nicht so erkenntlich ist. Du hattest vorhin mal, oder jemand hatte gesagt, wir sollten nicht aufhören, Sachen zu hinterfragen. Und wenn man sich die richtigen Fragen stellt, bekommen wir auch die richtigen Antworten. Und was wir jetzt bis jetzt gelernt haben, dass alles ganz einfach ist, sobald man es verstanden hat. Und früher war das keine einfache Technologie, da war das schon hohe Kunst. Jemand, der das wusste. Ja, ja, wie gesagt, ich bin dankbar, dass es die Philosophie gibt und vieles mehr. Und ja, vielleicht bekommen wir eines Tages den Punkt und wissen auf die Antworten, also auf die Fragen auch die Antwort dazu. Armin, dein Mikrofon. Ja, das sind alles interessante Zusammenhänge, die hier da gezogen werden. Bezüglich dem Klaus Dohna muss ich echt sagen, hervorragend, der Mann, ganz ein sympathischer Mensch. Und diese ganzen Riesenskelette, die sie da gefunden haben, die sind ja alle irgendwie bei diesem Smithsonian Institut da in USA gelandet, wo sie dann in irgendwelchen Kellern verstauben und komplett das Mäntelchen der Verschwiegenheit darüber gelegt wird, weil keiner mehr irgendwie weiß, was dann da tatsächlich los ist. Ist sehr, sehr interessant, was da alles war bezüglich der Pyramiden und der Bauweise. Meine ich, dass es eine andere Art war, wie sie das gebaut haben, weil, naja, sei mal dahingestellt, der Axel Glitzke, der hat ja da auch schon interessante Vermutungen aufgestellt. Und was ich empfinde in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in die wir uns alle offensichtlich gewünscht haben zu inkarnieren, kommt alles irgendwie ans Licht. Also so nach und nach lichten sich die Schleier. Und das gefällt mir unwahrscheinlich gut. Und ich merke auch, je mehr ich mich hier in diese geistige, spirituelle Schiene begebe, desto einfacher werden die Einflüsse, die ich so im Leben habe. Die sind also wesentlich leichter zu bewältigen und nicht mehr so, ja, penetrant, wie sie vielleicht früher mal waren. Und das fällt mir auf und ich denke, dass hier einfach ein Wandel im Gange ist. Ich finde den sehr, sehr schön, den Wandel. Ich finde ihn mehr als wichtig und ich finde ihn mehr als an der Zeit. Das ist schon überfällig. Und mir gefällt also wirklich der Gedanke, dass dieses Lemuria und Atlantis eben mehr oder weniger gleichzeitig existiert hat. Und dass wir jetzt in dieser Zeit eben hier das Ganze wieder auflösen dürfen. Und da liegt es an uns allen, nicht so viel, ja, verneinen, sondern entweder, ich denke, es einfach ausprobieren. Also gerade diese ganze Schwingungsgeschichte, alles ist Schwingung, ist hochinteressant und wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, dass wir das gebacken bekommen, anstatt hier, also nicht gegeneinander, sondern nur miteinander. Das sind ja nur verschiedene Wissensspektren oder sagen wir mal, Standpunkte, die jeder hat. Jeder handelt ja dementsprechend, wie sein Wissen ist, egal wie gut oder wie schlecht. Das ist jetzt keine Bewertung, sondern nur eine Feststellung. Und da dürfen wir alle voneinander lernen. Ich finde es ganz, ganz klasse, dass hier so mannigfaltige Meinungen hier einfach auftauchen und wir alle daraus schöpfen dürfen. Ja, das finde ich auch. Ariata, was verbindet uns heute in der Neuzeit, in der Zeit 2019 mit Atlantis Lemurien? Was sind deine Gedanken dazu? Was können wir den Menschen vielleicht von der alten Geschichte Lemurien Atlantis in der Neuzeit heute, ja, verständnisvoll diese Geschichte näher bringen? Was ist die Grundbotschaft davon, von der Vergangenheit, das Ergebnis zu heute? Hast du da ein paar Worte dazu? Ja, also ich kann es noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ich vorhin schon gesagt habe. Es geht darum, aus der alten Geschichte zu lernen und es dieses Mal besser zu machen, ganz knapp gesagt, dass man eben Herz und Verstand in sich selbst aktiviert und Entscheidungen entsprechend fällt. Es war damals so, dass die Leute irgendwie in einem Punkt stecken geblieben sind von, ich sage jetzt mal, Jugendlichkeit, weil die Jugend, die bricht ja auf und erforscht und möchte sich erfahren. Und dann hatte man halt ganz, ganz tolle Projekte, die man verwirklicht haben wollte oder eben man wollte Forschungen vorantreiben, die aber dann
vor allem verstandesgesteuert waren. Und das ist ja so ein Zeichen von Jugendlichkeit, also nicht den großen Bogen überblicken können und eben nicht die Reife haben, auch verschiedene Pole in sich zu befragen. Also damals gab es ja auch schon das Herz. Das wurde in Atlantis einfach nicht besonders konsultiert in der Endzeit. Und heute geht es darum, dass wir zum erwachsenen Menschen reifen und eben beide Pole mit einbeziehen. Und das ist gar nicht so einfach, weil man kann sich das so vorstellen, wenn man ein ganz tolles Projekt hat, zum Beispiel, oh, wir klonen jetzt den Peter, weil der Peter, der hat einen IQ von 150, ne? Dann entsteht vielleicht ein Peter-Klon. Aber für den Peter-Klon ist es so, dass der nicht nur aus seinem IQ besteht, der da verdoppelt wird, sondern der hat auch ein Empfinden dessen, wo er herkommt und wo er hinzugehört oder wo er eben nicht hinzugehört. Und wenn man dem dann quasi die Wurzeln raubt, weil der nicht gezeugt wurde von einer Mutter und von einem Vater, dann ist es ein ganz anderes Empfinden, ein ganz anderes Leben, Lebensempfinden. Und darauf muss man auch erstmal eingehen, beziehungsweise das dem Peter gar nicht antun, also dem Peter 2, dem geklonten Peter, sondern einfach dankbar sein, dass man den Peter 1 hatte, den wahren Peter. Also man muss nicht immer alles auf Perfektion treiben wollen oder auf noch mehr erreichen wollen. Und das kann total ernüchternd sein, das loszulassen, diesen Wunsch, immer noch mehr Gott spielen zu können, sondern zu erkennen, dass Gott auch noch die Seite des Seins hat und des Herzens hat. Es gibt im Prinzip zwei Bewegungen, die Lemuren und Atlantis ausmachen. Also Lemuren ist die Seite, wo das Göttliche uns seine Ebene des Seins zeigt oder wo das erfahrbar wird. Einfach miteinander zu sein und keinen Fortschritt anzustreben, sondern einfach die Glückseligkeit zu fühlen, die aus dem bloßen Sein hervorgeht. Und das Atlantische war die Bewegung. Also wie ist es, wenn ich mich von A nach B bewege? Wie ist es, wenn ich eine neue Erkenntnis bekomme? Wenn ich nicht mehr derselbe bin wie vor 5 Minuten? Und es gilt jetzt, diese zwei Seiten von Gott in sich zu harmonisieren und nicht mehr nur die eine Seite oder nur die andere Seite zu bevorzugen. Das ist die Herausforderung, die wir heute haben. Also doch mein Sprichwort, wir stecken noch in der Pubertät, wir Menschen haben Ego Verstand bekommen und wir sind in der pubertierenden Zeit, wir dürfen alle mal erwachsener werden und die Erkenntnis mehr in sich sehen und nicht immer nur auf weitere Neugier schon, aber wir müssen besser werden. Du hast das Wort perfekt genannt. Ich sage immer, perfekt gibt es nicht, es gibt nur gute Sachen. Oder neutrale Sachen oder halt Sachen, die man nicht tun sollte. Da dürfen wir hindenken, meine ich. Also ich habe gesagt, dass man eben nicht die Perfektion anzustreben braucht, ne, im Sinne von noch mehr und noch, also quasi immer mehr Einfluss zu bekommen. Diese Art von Perfektion, meine ich. Weißt du, dass das eben ein Trugschluss ist. Absolut, deswegen passt das auch erwachsene Kinder. Wir dürfen erwachsen werden, Reife mit uns bekommen, die Erkenntnis mit einspielen lassen, mehr die Transparenz des Verstehens bekommen und in natürlichen Gesetzen, wie am Wochenende die Indianer da waren, die Welt anders lernen zu schätzen. So darf ich mal das sagen. Genau, und wenn man sich Atlantis vorstellt, wo es ja auch den Pol der Wissenschaftler gab, also eben des Entdeckens, des Erkennens, des Erforschens, des Sich-Ausweitens. Wenn dieser Pol natürlich plötzlich von sich denkt, wir sind die Wichtigsten, weil wir machen das Tollste, und dann gar nicht mehr auf die anderen Seiten hört, die es auch noch gibt, eben zum Beispiel, ja, aber wenn du dies und das erforschst, dann brauchst du ja ein Opfer, an dem du das erforschen kannst und dann leidet das Opfer. Und wenn das einem Pol nicht mehr interessiert, wie es dem anderen Pol geht, dann ist eben was aus dem Gleichgewicht gekommen. Und in Atlantis hat das stark, also schwang eben gerade der Tempel der Wissenschaften, schwang sehr eigen mit der Zeit, also hat eine starke Eigendynamik bekommen. Und dann hier wieder Ruhe reinzubringen oder die Bereitschaft loszulassen, was man erstreben wollte, also den eigenen kleinen Wahn loszulassen, den man von damals noch in sich spürt, das ist mitunter wirklich schwierig.
Und ich wünsche mir einfach für unsere Zeit, dass das gelingt. Jetzt machen wir eine Musikpause. Du hast einen zweiten Song mitgebracht und dann gehen wir nochmal in die Abschlussrunde, das letzte Drittel. Das heißt Angels Flies in Heaven. Und den Song spielen wir jetzt ab. Und bis gleich, würde ich sagen. Und bin auf eure Abschlussrunde dann mal neugierig. Und Musik ab. Bis gleich. Ja, ich glaube, der war zu Ende, das Pianostück. Ich weiß ja, dass du auch Piano spielst, liebe Ariata, richtig? Ja, genau. Das war aber jetzt nicht von dir. Kannst du dieses Stück auch spielen? Frage? Doch, das war schon von mir. Das habe ich auch gespielt. Wow, dann erstmal ein dickes, fettes Lob. Also wunderbar. Ist das von dir komponiert oder von wem anders? Das habe ich komponiert und das... Also es heißt ja Angels Fly in Heaven, also Engel fliegen im Himmel. Und es drückt einfach, also für mich, die Seligkeit aus des Ankommens, ne? Oder des Zusammenseins. Einfach dieses ganz Heile, wo einfach wunderschön ist. Es ist zart, es braucht keinen Fortschritt, um dorthin zu kommen, sondern man kann dort einfach sein. Das ist einfach als Erinnerung gedacht, dass wenn man eben sich aufmacht und etwas sucht, dass man auch nach innen gehen kann, um das dort zu finden. Ja, wie zu oft. Wenn ich jetzt mal so wieder ans Thema rangehe, Lemurien und Atlantis, was habe ich gelernt in meinem Leben? Wann ist das Thema zu mir gekommen? Ziemlich spät, muss ich sagen. Ich habe da gar nichts von gewusst und ich denke, viele Menschen wissen überhaupt gar nicht, was Atlantis und Lemuria überhaupt sind. Kann das sein? Ja, das kann sein. Also als ich im 2014 angefangen habe, das war ja dieses eingangs erwähnte Seminar, wo ich dann die Lemuren, also das Lemuren-Ritual gemacht habe mit den Leuten dort. Das war im 2014. Und dort gab es zwar schon einiges zu Lemuren und Atlantis, aber das meiste eben, ich sage jetzt mal atlantisch angehaucht im Sinne von vom Forschungsdrang. Also wo war Atlantis? Gab es das wirklich? Gab es das nicht? Ich habe diverse Seiten vor allem gefunden, die sich eben mit diesem Wissenschaftlichen auseinandergesetzt haben. Und von Lemurien war es ein bisschen ähnlich. Also da ging es auch darum, wieso ist es untergegangen? Und da gab es halt verschiedene Szenarien, also eben per Meteoriteneinschlag, per Überschwemmung, per Krieg, da war eigentlich alles dabei, genau wie bei Atlantis auch. Und darum habe ich dann ja auch aufgehört, mich durchs Internet zu lesen, weil ich gemerkt habe, da sind so viele widersprüchliche Angaben auch dabei, dass mir das gar nichts bringt. Und mein eigener Zugang war ja total intuitiv mit dieser eingangs erwähnten Vision. Und damals war es auch so, dass wenn ich Leute angesprochen habe auf Lemuren und Atlantis, dann war das tatsächlich so, die hatten keine Ahnung. Vor allem von Lemuren hatten die wenigstens schon mal was gehört. Von Atlantis schon ein bisschen mehr, aber halt mehr so im Sinne von, ja, Mythos, versunkene Stadt, aber eigentlich nicht mehr als das. Und ich hatte auch gespürt, immer wenn ich Leute angesprochen hatte zu dem Thema, dass sofort eine emotionale Wand hochgefahren wurde. Das geschah ganz intuitiv und kam überhaupt nicht aus dem Verstand, sondern da war einfach so klar, lass mich in Ruhe mit dem Thema, ich will damit nichts zu tun haben. Und das habe ich dann eben später dann mal erkannt als diese Abwehrhaltung, als diese Verdrängenshaltung, die mit dem Untergang von Atlantis zu tun hat. Und es war am Anfang ganz schwierig, überhaupt mit irgendwem über das Thema zu reden. Ich hatte dann aber Gott sei Dank immer gewisse Wegbegleiter, mit denen das sehr gut möglich war und mit denen ich eben nach innen geforscht habe. Also nicht im Sinne von jetzt Bücher gelesen oder Internetseiten durchgelesen, sondern mit eigenen Rückführungen, mit eigenen Sessions, nenne ich das, mit eigenen Seelenreisen. Und ich habe dann festgestellt, dass jetzt im Laufe der letzten 5 Jahre sich immer mehr Menschen interessieren für Lemuren und Atlantis. Und ich habe eben eine Webpage und die wird gefunden. Also das heißt, die Leute googeln den Begriff Lemuren oder Atlantis. Sie finden meine Webpage und kommen auf mich zu, weil sie eine Rückführung machen wollen, weil sie ja spüren, dass sie was damit zu tun haben, dass sie gerne klären wollen. Und also diese Neugierde ist ganz anders als früher. Früher war eine Wand und heute ist eine Offenheit da, eine eigenständige Bewegung.
Das ist natürlich für mich sehr angenehm und sehr schön zu sehen. Und übrigens heißt meine Webpage nicht Lemurien-Atlantis. Es ist zwar schon Minus, das man schreibt, aber ich nenne dieses Minus immer Bindestrich, weil es geht ja um die Verbindung zwischen Lemurien und Atlantis. Das hast du gut gesagt. Dann werde ich sie jetzt nochmal sagen. Nochmals www.lemurien-atlantis.com, denn die Verbindung soll ja da sein. Ja, vielen man sagt Dank. Es gerne. Ja, was mir noch einfällt ist, wie ist die Zeit heute geprägt, wenn man mal in die Vergangenheit schaut bis heute, wie bin ich aufgewachsen mit Märchen? Wir haben eine Prägung, wir haben eine Nachkriegszeit natürlich, die haben wir zum Glück als Nachkriegszeit erlebt, dass wir heute in einem friedlichen Umfeld zumindest, was die Gewalt anspricht, leben. Wir sind geprägt worden durch Märchen und durch gewisse Revolutionen in meinem Unterricht, wie die Französische Revolution, Kolumbus und so weiter. Das Grundding, gewisse kleine Punkte wurden uns mitgegeben in unserem Leben. Aber die Erde ist ja so alt und man kann natürlich nicht alles in einen Schulunterricht hereinpacken. Jedoch, woher entstehen Märchen plötzlich mal? Und da haben wir ja auch die Clarisse Horak gehabt, die ja auch schon viel über die Märchen erzählt hat. Also es sind irgendwo Märchen, manchmal auch Schauermärchen, die uns ganz falsch übermittelt worden sind. Ich möchte damit sagen, wir dürfen besser hinschauen. Wir sollten mal genauer hinschauen über diese Themen und nicht immer sofort das verurteilen, bewerten und ja, alles sofort annehmen, ist so die Norm. Die Norm ist nur die Norm, die wir im Außen dann auch leben und so zulassen, Ariata, oder? Ja, es sind natürlich einfach Verstandesmuster, also Glaubensmuster, die man halt übernimmt, ne? Aber das Interessante, was ich dazu beisteuern kann, von wegen, also also da schwang jetzt ja die Frage mit oder die Annahme, ja, es ist ja schon möglich, dass Lemurien und Atlantis existiert haben und dass man das auch in Betracht ziehen solle. Ich selber habe natürlich auch meine Fragen gehabt betreff, sind meine Visionen und Eindrücke richtig? Und diese allererste Begegnung an diesem Seminar, wo dann eben diese Lemurien-Aufstellung stattgefunden hat, die war natürlich schon sehr bestärkend im Sinne von, wenn ich eine Vision kriege, dann hat die auch einen Grund und dann hat die auch, also dann führt die wohin, ne? Und jetzt, was ich sagen möchte, seit ich Seelenreisen begleite nach Lemurien und Atlantis, stelle ich fest, dass die Geschichten der Seelenreisenden sich oft, also dass sie aufeinander aufbauen. Das heißt, es kann sein, dass der Peter zu mir in eine Seelenreise kommt und der erlebt dann, er war damals eine bestimmte Rolle und hat dies und das erlebt. Und dann kommt jemand anders in der Seelenreise und kennt den Peter von damals. Nicht im jetzigen Leben, sondern die Person kann dann beschreiben, was der Peter damals erlebt hat. Aber sie erzählt es aus der eigenen Perspektive. Und mir selber geht's auch so. Also ich hatte in Atlantis einen Sohn und der hatte eine Nanny. Also ein Kindermädchen. Und eines Tages ist es tatsächlich passiert, dass eine Frau in einer Seelenreise sich herausgestellt hat als meine damalige Nanny. Und das ist dann natürlich schon sehr abgefahren, wenn man so jemanden, der so nah war, plötzlich wieder trifft. Aber das ist nicht die einzige Person. Also ich habe mittlerweile, ich weiß auch nicht, vielleicht ungefähr 10 Leute, die ich von damals kenne, also wirklich persönlich kenne. Ich kenne die heute persönlich. Und wir haben gemeinsame Erinnerungen über weite Strecken. Es gibt immer wieder auch ein bisschen Abweichungen, aber das ist ja auch heute so. Also wenn wir zum Beispiel unsere Mutter fragen, wie war mein 5. Geburtstag, dann wird sie den 5. Geburtstag ein bisschen anders schildern, als man das selbst in Erinnerung hatte. Ja. Und das finde ich schon faszinierend. Das heißt, an diesen intuitiven Zugängen ist definitiv was dran. Das ist nicht dann einfach eine Geschichte, die man sich ausdenkt. Und ich begleite Seelenreisen auch so, dass ich nicht Bilder vorgebe. Zumindest, ich sage mal, in 95% der Fälle mache ich das nicht so, weil die Leute fähig sind, selbst zu sehen. Also ich helfe ihnen dabei und wenn es halt nicht geht, gebe ich doch Bilder vor, die ich dann sehe in dem Moment. Aber normalerweise führe ich die nur in der Entspannung und dann fangen sie selber an, Bilder zu sehen. Und wenn dann natürlich so etwas kommt wie,
Also, dass die plötzlich ein Wissen haben über meinen damaligen Sohn oder über den damaligen Tempel, wo ich war und wo der Sohn war und was die Funktion des Sohns war und so weiter. Dann weiß ich, dass ich ihnen das nicht eingeflüstert habe, sondern dass die das einfach aus sich selbst herausnehmen. Vor allem, wenn dann noch Emotionen kommen, wenn noch Tränen kommen, wenn Schluchzen kommt, wenn ich einfach merke, die Leute sind total im alten Geschehen und sie lassen es dann los, wenn dann auch noch Heilung passiert. Dann weiß ich einfach, dass das authentisch gefühlt wurde von den Leuten. Und dann nehme ich die Leute ernst in diesem Erleben. Armin, du flackerst schon, bitte. Ja, nur ganz kurz zu Ariella. Bitte auch auf die Sprache achten, denn die Sprache ist auch Energie. Du sagst vorhin festgestellt. Wenn du was feststellst, dann ist es festgestellt und kann sich nicht weiterentwickeln. Besser wäre, du erkennst oder du entdeckst oder du hast erfahren, so in der Richtung. Das ist nur so eine kurze Anmerkung. Vielen Dank, ich werde darauf achten. Ich glaube, da dürfen wir alle ein bisschen drauf achten. Wir sind auch geprägt worden von den ganzen Sachen. Ich sehe, Sonnenglück ist bei uns und vielleicht sind Sie am Mikrofon, hat auch geschrieben. Das ist die Nicole Scholin und der Pierre vielleicht. Seid ihr denn am Mikrofon? Dann mal flackern mit dem Mikrofon. Doch, da sind sie. Und dann sage ich mal guten Abend. Eure Eindrücke zum heutigen Abend. Hallo an alle. Hallo Klaus. Hallo Adriana und Ariata. Okay. Jenne und Armin. Ich muss sagen, teilweise muss ich zustimmen, Adriana. Bei manchen Sachen bin ich anderer Meinung. Zum Beispiel wie das Lemurien weit vorhat, vor Atlantis war und Atlantis eigentlich von den Menschen eine experimentelle Stadt war. Genauso wie sie ein Tor geöffnet haben, wo sie eigentlich nicht sollten. Noch zu den Pyramiden. Die Pyramiden waren ein Energiefeld und wie es dann um die Bautechniken geht, hat es keine Umlenkrollen gebraucht, sondern durch Meditation vielleicht. Wie? Levitation, das sind mit Gedankenkraft Sachen bewegen, weil früher hat man tonnenweise Steine, was manche sogar 80 Tonnen oder sogar 120 Tonnen gehabt haben, durch den Energiefluss mit allen Pyramiden, wo genauso Stützpunkte auf der ganzen Erde waren und die sich alle verbunden haben, zu ein Energiefeld zu kreieren, dass das möglich war. Dankeschön, der Pierre. Nicole will auch noch was sagen. Ja, und ich wollte Ariata Danke sagen für dieses wunderschöne Lied. Wir haben ja einen kleinen Sonnenschein in unserer Mitte und der hat das ganz, ganz toll gefunden. Ich als Mama auch. Herzlichen Dank dafür und nur so weiter. Und es waren ein paar wundervolle Informationen dabei und auch ein paar, wo wir einfach andere Informationen bekommen haben dazu. Und trotzdem danke. Sehr gerne. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass, wenn es eben um Lemuren und Atlantis geht, dass man sich selber wirklich vertraut. Das heißt, ich sage nie, dass jemand mit seiner Information falsch liegt, sondern ich sage immer, oder mein Ansatz ist immer, dass man auf sich hört und den Pfad, an dem man dran ist, dass man dem folgt. Und wenn das halt ein Pfad ist, wo man eben zum Beispiel Bücher liest, was ja nicht mein Ansatz war, ist ja nicht deiner, also ich weiß es nicht, möchte ich gar nicht behaupten, dann wird es einen Grund haben, warum man das so machen muss, weil vielleicht findet man Informationen, die wirklich für einen bestimmt sind in dem entsprechenden Buch. Und mein Weg war dann halt eben diese totale Innenschau. Und ich frage mich immer, wann mein Zeitpunkt gekommen ist, wo ich anfangen soll, Bücher zu lesen, und der ist einfach noch nicht griffbereit. Also ich werde damit noch ein bisschen warten, bis sich mein inneres Bild noch mehr vervollständigt hat. Aber eben, ich finde es toll, ich finde es wichtig, dass jeder seinen eigenen Impulsen traut und diesen Weg geht, den man da spürt, weil es schlussendlich ist alles ein riesengroßes Puzzle, auch ein mehrdimensionales Puzzle, und es wird sich irgendwann zusammensetzen.
Und darum ist eben wichtig, dass jeder seinen authentischen Beitrag leistet und sich nicht verunsichern lässt. Richtig, das tun wir auch. Ich denke, wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir schon fast 10 Uhr. Ein bisschen werden wir überziehen, Ariata. Machen wir eine Abschlussrunde, einverstanden? So ein bisschen Feedback, was noch für Gedanken einfließen und ja, wie man den Abend für sich empfunden hat. Würde ich doch sagen, starten wir damit. Hm? Gut. Noch, Ariata, bist du denn nachher noch kurz nach der Sendung auch da? Meine Frage für den Nachtdoc oder bist du gleich direkt weg bei uns? Ich bin noch da. Wunderbar, dann fange ich nochmal an, weil wir gerade Sonnenglück hatten. Die haben ja auch bald eine gute Sendung, der Pierre, und am Wochenende, glaube ich schon, und die Nicole. Wie habt ihr denn den Abend so empfunden und vielleicht habt ihr noch eine Botschaft, die ihr den Menschen mitteilen wollt? Pierre und Nicole, bitte. Achso, sind wir schon dran? Ja. Hallo. Hallo. Gibt es eine Botschaft, die wir mitteilen wollen? Einfach zur Erklärung, wir arbeiten medial, also das heißt... Nur medial. Dass wir selber auch nicht Bücher oder was auch immer dazu lesen. Kein einziges Buch gelesen. Sondern ja, medial über das höhere Selbst. Manche Informationen finden sich dann eben über Dokumentationen und dergleichen wieder. Das hören wir einfach über unsere Klienten. Nur mal so zu dem. Was ich ganz einfach wichtig finde, das hat sie eh schon jetzt am Ende gesagt, ja, uns selbst vertrauen, in Informationen vertrauen, genau. Die in uns, wenn wir mit uns selbst sind, einfach auftauchen und diesen Impulsen tatsächlich zu folgen, ohne dass dann die Angst wieder hochkrabbelt und sagt, oh, das kann ja nicht sein und das darf nicht sein. Ja, das kommt da, glaube ich, auch durch das, dass wir so lange schon spirituell arbeiten, uns selber vertrauen, auch die Informationen, genauso wie ich schon lange Rückführungen mache, eben. Mir ist es jetzt nicht aufgefallen, dass zum Beispiel über Lemurien, wo ich mit echt vielen Menschen ausgetauscht habe, wo ich schon ein Leben mit Lemurien, mit der Nicole verbracht habe, ganz am Anfang und dann über Atlantis mir die Sachen genauso so reingekommen sind, dass das viel später waren, dass zum Beispiel die Pyramiden 38.000 Jahre sind, aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wie alt die sind, nur wie ich schon dem Klaus recht geben kann, dass die Geschichte und die Menschen uns einfach auf die Irre führen und andere Sachen glauben wissen sollen, wo aus der Geschichte genauso wie die mit 15 Meter hoch die Menschen, wo man Skelette genauso gefunden haben, und, wie ich glaube derjenige gesagt hat, die verstauben. Und eben die Geschichte komplett verdreht wird und es endlich an der Zeit wird, dass dann wirklich jetzt das Bewusstsein wirklich rauskommt, für was wir da sind, für was die Menschheit wirklich da ist und nicht so, wie sie uns glauben lassen wollten. Ja, danke schön. Ihr habt Sendung am Samstag, ne? War das richtig, Samstag? Jawohl, genau am Samstag. 20 Uhr. Da könnt ihr mehr von Nicole und Pierre hören und freuen wir uns drauf. Ja, danke dir, dass du heute Gast warst. Danke euch beiden da, euch dreien da. Und jetzt gehen wir mal weiter zum Marc rüber. Marc, wie war für dich der Abend? Hast du noch ein paar Worte? Ja, ich werde einen Kommentar unter den Artikel setzen. Ich habe mitgeschrieben, ist eine DIN A4-Seite circa. Lässt sich gut also erarbeiten, was sie gesagt hat. Ich habe auch ein Beispiel genommen, Lemurien Atlantis.com, werde ich mir jetzt wahrscheinlich heiligegeometrie.net nehmen oder so. Das ist eine gute Methode, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, wenn sie versuchen zu verstehen. Danke dir, Marc, wo du die heilige Geometrie ansprichst. Andreas Beutel wird möglicherweise bald auf OKTOK sein, Pythagoras Institut aus Dresden, glaube ich, ist er. Nur das am Rande, mal ein bisschen aufmerksam sein im Sendeplan. Danke dir, Marc. Jenne, dein Mikrofon. Ja, ich möchte mich mal wieder bedanken. Ariata, da siehst du mal, wie schnell diese 2 Stunden, es war wieder mal eine Zeitreise.
Und es gibt da noch so viel zu empfinden, also ne, zu entdecken und sich darüber auszutauschen. Und ja, ich fand die Sendung sehr toll und es sind viele Punkte angesprochen worden, wo, glaube ich, jeder abgeholt werden kann und auch anfängt, bestimmte Sachen zu hinterfragen. Und ja, alles ist einfach und alles ist in Schwingung. Und das ist die Schöpferkraft und die dürfen wir jetzt einfach genießen und auch hineingehen. Und ja, ich sage nochmal Danke und gebe das Wort weiter. Ja, danke dir auch, Jenne. Und mal schauen, ob der Gunther auch ein paar Worte hat. Er ist ein bisschen spät eingestiegen, aber vielleicht hat er ein paar Gedanken zum Thema heute noch. Und wie hat es dir gefallen, Gunther? Bist du am Mikrofon? Ich höre aber auch erstmal nur so zu. Also ich bin da noch nicht so ganz drin irgendwie. Hat es dir Ja, denn gefallen heute Abend, was du mitbekommen hast? wunderbar, wunderbar. Ich finde ja solche Gespräche immer mal sehr interessant. Ja, danke dir, dass du heute bei uns warst. Ja, Gunther. Dann gehen wir direkt weiter zum Armin. Armin, dein Mikrofon. Also ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken für diesen guten Abend, der wieder sehr, sehr viel Informationen, Intros hatte. Und ich habe auch mal Neues gehört bezüglich Lemurien und Atlantis. Das hat mir besonders gefallen. Und danke für euer Sein. Ja, danke dir auch, Armin. Und der Franz Leopold Zolkin. Vielleicht gibt es ja bald mal eine marianische Sendung auch wieder hier auf Okitalk. Da ist er ja auch ein Fachmann, so sehe ich ihn. Franz Leopold, wie hast du den Abend für dich empfunden? Ja, interessant. Was ich noch bemerkt habe, wie ich gesprochen habe von der Nivanes, von dieser Energie, da kommt nie eine Rückmeldung. Und das ist interessant. Fällt mir auf. Die Sendung war sehr, sehr gut, spitze, hat mir sehr gut gefallen und geht viel mit mir, ja, sehr, sehr stimmig. Wunderbar. Jetzt, was habe ich noch nicht ganz verstanden? Welche Energie kommt nicht zurück? Also, wenn ich von der Energie, von der 21. Energie der Maya-Stämme spreche, dann ist immer Ruhe. Da reagiert kein Mensch drauf, auf diese Energie. Und das ist sehr, sehr interessant, weil die, was gesagt haben, diese Menschen, ich soll das im Kalender eine da, die haben gesagt, sie haben seit 1989 nicht gewusst, wie es diese Energie im Kalender eine da sollen, dass sie davor gefürcht haben. Darum ist es so interessant, dass die Menschen genau auf diese Energie fast nicht reagieren. Und diese Energie reagiert ja nur, wenn die Menschen miteinander tun möchten. Ja, danke dir für das Feedback auch, für die Beantwortung. Wir freuen uns, wenn du mal wieder was zum Maya-Kalender machst. Vielleicht kommt da ja auch bald mal wieder was. Wäre sicherlich eine Auffrischung wert hier auf OKitalk. Danke dir für heute Abend. Der Raphael ist da. Raphael und der letzte Gast heute. Und dann gehen wir nochmal zu Ariata rüber. Ja, Raphael, dein Mikrofon. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für den spannenden Abend. Das zeigt natürlich nur wieder, wie du selber schon erwähnt hast, das Interesse daran steigt, egal ob jetzt egal an welchen, sage ich mal, Anomalien und vorher genannt unmöglichen oder übernatürlichen Ideen. Und genau das hier ist es auch, also das Zusammenkommen und das bewusste, urteilsfreie, andere Möglichkeiten erlaubende, genau dieser Austausch ist ja das, was dann noch dann das Wiederherstellen, sage ich mal, der Erinnerung natürlich ganz stark beschleunigt. Ob das dann in einer intensiveren Form potenziell wie die Rückführungen sind, die du machst, oder indem man einfach sagt, man kann offen darüber sprechen, das ist ganz, ganz fundamental. Und dann noch nur ein Wort noch zur Idee von Fortschritt oder was ist perfekt. Man kann sagen, nichts ist perfekt. Ich sage dann immer gerne, alles ist perfekt, eben genauso wie es ist. Und einfach genau diese Verbindung Atlantis-Lemurien oder man könnte auch sagen Osten und Westen auf unserer Welt von den Traditionen her oder linke und rechte Gehirnhälfte. Somit ja, die Wiederverbindung mit allen Aspekten seiner selbst ist, glaube ich, immer ein Thema, das für viele, viele sehr, sehr interessant sein kann. In diesem Sinn, vielen Dank. Ariata, du hörst, das war deine Runde.
und ja, die Zeit ist schon mehr wie 2 Stunden. Wie fühlst du dich denn heute? Wie hast du für dich den Abend empfunden? Ein paar Eindrücke noch zu den Rednern vielleicht? Ja, dein Mikrofon, liebe Ariata. Also ich fand es sehr schön und der Mittelteil, der war ja sehr geprägt eben von dem baulichen Gespräch und da habe ich halt so richtig die atlantische Energie gespürt und auch eben die männliche Kraft, die sich so dafür interessiert. Und ich finde es mega gut, wenn sich viele Menschen dafür interessieren oder eben gerade auch Männer, weil über die Technik kann man natürlich auch ein starkes Interesse wecken für Atlantis und eben auch über die Geometrie, über die Bauten. Also das sehe ich schon auch als Eingangstor, um sich mehr in das atlantische Energiefeld wieder einfühlen zu können. Und ja, ich fand es also einen schönen Abend. Ich hätte Lust auf weitere Gespräche mit den Herren und mit der Dame, einfach um das Feld noch mehr zu aktivieren. Und wenn man sich jetzt eben selber fragt, wo die eigene Rolle in Atlantis war und was man heute zu tun hat mit dem Ganzen, dann kann man mal zu mir in eine Rückführung kommen oder man kann sich wirklich einfach hinsetzen und sich diese Fragen selbst stellen und dann der eigenen Intuition vertrauen oder man kann das anfangen aufzumalen, am besten mit der linken Hand, weil da die intuitivere Gehirnhälfte herkommt. Also es gibt Möglichkeiten, an das Wissen zu kommen und es ist halt ein Prozess und man wird herausfinden, was man heute zu tun hat mit dem Feld. Es ist so stark am Kommen, es sind so viele Menschen neugierig darauf, weil einfach die Zeit da ist. Es kommt mir so vor, wie wenn man Seelenabmachungen getroffen hat, was man bewerkstelligen möchte in der heutigen Zeit und dann erinnern sich immer mehr an ihre Rolle, die sie in dem Prozess haben und dadurch aktivieren sie natürlich auch die anderen und das ist ein Prozess, der läuft quasi schon fast automatisch im Moment und wenn man fühlt, dass man irgendwie dazugehört, dann wird es so sein und dann kann man dem vertrauen und dem nachgehen. Ariata, natürlich freue ich mich, dass du sagtest, ja, das Feld soll geöffnet werden und du bist hier herzlichst willkommen. Vielleicht machen wir wieder eine zweite, dritte Sendung, wenn du da offen bist, dann dürfen wir gern was ausmachen. Was sagst du dazu? Ja, sehr gerne natürlich. Vielleicht eben auch, ich weiß auch nicht, also mich haben jetzt verschiedene Punkte angetriggert von dem, was gesagt wurde, im Sinne von neugierig gemacht oder meine eigene Lust wurde aktiviert, mich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, gerade mit der heiligen Geometrie zum Beispiel. Also noch mehr auseinanderzusetzen, ich habe schon ein bisschen. Und ich denke, da wird sich mir in nächster Zeit auch einiges erschließen und dann werde ich auch mehr dazu zu sagen haben. Ja, aber neue Sendung auf alle Fälle eine coole Idee. Das machen wir doch einfach so. Jetzt gebe ich nochmal die Homepage durch für die Zuhörer draußen. www. Und da heißt es lemurien-atlantis.com. Die Verbindung, ganz, ganz wichtig. Ja, dann darfst du nochmal rauswinken, Ariana, deinen letzten Song, den du mitgemacht hast. Da geht es 10 Minuten. Wer ihn hören möchte, kann ihn bis zum Schluss hören hier. Der Nachttalk beginnt gleich, also ihr könnt euch auch schon in den Nachttalk gerne reinbewegen. Ariata, ist das auch ein Song von dir, der da jetzt gleich zu hören ist? Nein, das ist ein Klavierkonzert von Frédéric Chopin und ich bin da auch nicht am Klavier, das spielt jemand anders. Aber es ist halt auch so ein Stück, das verbindet innerlich. Also einerseits erzählt es von der Sehnsucht nach Ganzheit und andererseits liefert es die auch. Also liefert dann auch diese Ganzheit oder die Möglichkeit dazu, den Weg, ne? Weil Sehnsucht ist ja auch der Wegweiser des Herzens. Und darum fand ich das einfach einen schönen Ansatz, weil gerade im lemurischen Bereich haben sich so viele Menschen abgeschnitten gefühlt so lange Zeit von der Möglichkeit, sich ausdrücken zu dürfen über das Herz und dass das Herz und die Intuition eben ernst genommen werden. Und Chopin hatte diesen Zugang im 18. Jahrhundert schon. Und ja, das hört man einfach in dem Stück. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein und jetzt sehe ich gerade, der Raphael ist noch da, schau in den Sendeplan. Ich mache ja immer kurz vorher noch die Ankündigung, da ist noch eine Sendung reingerutscht. Morgen
pünktlich sein, 15.33 Uhr bis 17.33 Uhr. Und da ist Jordan Urbanovic. Und da geht es um ja, Travel TV. Aber da wird jetzt der Raphael noch mal kurz einen Hinweis geben. Raphael, du bist ja noch da. Genau, also wir machen morgen ein Interview mit Jordan Urbanovic. Er ist ein, ich sage jetzt mal, Weltreisender, der unterschiedliche Videoprojekte bereits erfolgreich fabriziert hat, sage ich jetzt mal, und jetzt auch ganz viele neue spannende Ideen hat. Ich möchte noch nicht zu sehr vorgreifen, wir werden sehen, welche Themen morgen genau angesprochen werden, aber es geht in die Richtung neue Kollaborationsmethoden, vor allem auch zur Erschaffung, sage ich mal, von Videomaterial und von Medien auf eine neue Weise, also auch viele Parallelen, sage ich mal, zu der Idee hinter OKTalk, wenn wir morgen hören. Ich freue mich drauf. Ja, morgen 15.33 Uhr, tolle Zeit. Und dann am Abend haben wir Beziehung zu Menschen, da ist diese Bilder. Sie kommt zu mir nach Hause, soweit ich weiß, und ja, Interaktion, Texte, Entertainment und so weiter, menschliche Beziehungen, Individuelles und so weiter. Stadt, Zug, Supermarkt, ich bin nur am Überfliegen und sie wird uns morgen Abend ab 20 Uhr einiges wieder zu uns Menschen sagt, die Beziehung zu Menschen. So, und jetzt gibt's den letzten Song und ich sage nochmal Ariata ganz herzliches Dankeschön und Danke, der ein Danke haben möchte und schaut morgen rein, macht ein bisschen Werbung für uns. Ihr dürft auch Kommentare in unseren Artikeln hinterlassen und wir freuen uns. Vor allem, nicht ich freue mich, sondern die Sendemacher freuen sich und das, darum geht's ja auch. Und so, und jetzt, wer in den Nachttalk schon geht und nicht das Lied hören möchte, ansonsten werden wir uns nach 10 Minuten unten im Nachttalk treffen. Euch einen schönen Abend, guten Nacht, guten Mittag. Die Sendung ist dann gleich im Archiv. Weiterteilen erwünscht, rechte Maustaste auf den Link, kopieren und privat dürft das gerne auch runterladen. In dem Sinne, euch einen schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag, bis dann, morgen 20 Uhr auf OKTalk. Und nun Musik ab für den letzten Song. Tschüss, Papa, ciao, ciao.